Das ist vielleicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, bewusst. Das ist der schlechteste MCU-Film aller Zeiten. Es ist nicht einfach so der schlechteste Film von diesem Jahr. Es ist, glaube ich, wirklich der schlechteste Film, der in diesem Jahrtausend rauskam. Ganz ehrlich, wenn da gesprochen wird, du wirst dir wirklich einfach nur noch deine Augen ausreißen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich wollte mir meine verfickten Augen ausreißen. Selbst muss eigentlich keine Lösung, aber ich habe es in dem Moment gedacht. Das ist Movie Minds. Platz 5 auf seiner Flop-Liste. Evil Dead Rise. Moviemind, was sagst du dazu? Ja, also gut. Okay, ich dachte, jetzt wird noch irgendwie noch so ein Trailer eingeblendet oder so. Nein. Nee, also ich muss da vielleicht erstmal ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin Fan der Reihe. Ich habe die ersten drei Teile und auch das Remake sehr geliebt. Und man hat ja so, wo dieser Film rauskam, den immer sehr mit dem Remake verglichen. Und das habe ich halt auch. Und ich finde, da ist er sehr enttäuschend, weil er fährt viel zu sehr zurück. Und ich finde, er wirkt halt einfach auch zu unnötig deswegen. Weil die Evil Dead-Reihe, die hat sich halt immer so dadurch ausgezeichnet, dass sie so brutal und gory war. Und da fehlt diesem Teil dann halt irgendwo die Existenzberechtigung, finde ich. Weil es gibt halt einen Teil, das Remake, der das halt wesentlich besser durchgesetzt hat. Und durch die Verlegung des Settings in die Stadt, finde ich, tauchen in dem Film auch sehr viele Logiklöcher auf. Über die wurde ja auch schon viel geredet. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht nochmal extra aufgreifen. Und auch ansonsten, finde ich, fehlt es jetzt so an wiedererkennbaren Figuren. Klar, das braucht es jetzt nicht unbedingt in einem Horrorfilm. Vor allem nicht der Sorte. Aber ich finde, gerade wenn das dann mal wieder mit den Älteren vergleicht, da hattest du halt einen Ash Williams. Und der war halt schon wirklich cool, auch im zweiten Teil zum Beispiel. Und sowas fehlt hier halt. Ich meine, ja, hier gibt es ein paar ganz nette Szenen. Wie auch das ganze Finale, das habe ich dann doch ganz gern gesehen. Oder auch die Szene im Aufzug, die war schon cool. Aber ich finde halt, es ist einfach ein sehr unnötiger Film, weil wenn ich Evil Dead sehen will, so einen richtig brutalen, ekligen, dann kann ich eher entweder den ersten anschauen, der das wesentlich charmanter umsetzt, oder ich schaue das Remake an, dass da einfach wirklich in die Vollen geht, wenn ich dann diese Szene in dem Keller denke, die ja so oft zitiert wird. Und das fehlt irgendwie diesem Film, weil am Ende bleiben nicht viele Szenen, die mir wirklich im Kopf geblieben sind, was schade ist. Wer hat ihr denn noch sonst Evil Dead Rise gesehen? Ich habe den gesehen und ich finde den auch komplett overrated. Also, ist Splatter, ist gut umgesetzt, aber die Storyline und die Figuren haben mich halt überhaupt nicht interessiert. Und, also ich weiß, da sind ja etliche Tonnen Kunstblut in dem Film, aber vielleicht ist was falsch mit mir, aber ich habe mich fast gar nicht gegruselt in dem Film. Das war einfach nur so, oh, okay, jetzt kommt die nächste Tonne Kunstblut. Also es gab genau einen einzelnen Moment. Darf man spoilern? Ich würde sagen... Ich weiß nicht. Jo, also, ja. Die nächsten 10 Sekunden sind Spoiler. Achtung, 3, 2, 1. Es gab genau einen Moment, und zwar den mit diesem Hobel da, wo sie das über Bein, glaube ich, war, drüber gezogen haben. Das war übel ekelhaft, aber alles andere war so, ja, passt. Ist cool gemacht, aber ich weiß ja nicht. Ich finde den overrated. Der ist auf Letterboxd, kam der ziemlich gut an, hat mir viel zu viel erwartet, to be honest. Ja. Aber ich habe auch die anderen Filme nicht gesehen drin. Also, ich habe jetzt den nicht gesehen. Ich wollte jetzt noch das Remake anschauen und noch den neuen, also Evil Dead Rise. Aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich den auch leider Gottes nicht gesehen. Vielleicht hätte ich den vielleicht noch etwas positiver aufgenommen, wer weiß. Aber ja gut, vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Aber ja, ich habe... Dennis, du hast den Film nicht gesehen und Jay, du auch nicht, ne? Schade. Kein Interesse. Können okay. Wir ja gar nicht groß diskutieren. Ja gut. Da würde ich sagen, haken wir das auch sehr schnell ab. Und, Johannes Martin, was hast du auf Platz 5 deiner Flop-Liste? Ich bin relativ froh, dass ich hier in einer Runde bin, wo keiner von uns den Film, den ich auf Platz 5 meiner Flop-Liste gepackt hat, so richtig euphorisch liebt. Das ist natürlich Teil 1 von Barbenheimer, nämlich Barbie. Und ich möchte nochmal von vornherein erstmal klarstellen, ich bin ein Mensch, der keine Lust hat, viele schlechte Filme zu schauen, der lieber Zeit darin investiert, geile Filme zu schauen und vor allem auch Klassiker nachzuholen, die ganz, ganz viel Lob erfahren. Und deswegen wird es hier in meiner Flop 5 keinen Film geben, der ist absolut furchtbar und nicht mal ansatzweise so weit gehen, dem zum Beispiel einen halben Stern geben, wie es zum Beispiel bei anderen Filmen sein wird, die Ralle und Alex auf ihrer Liste haben. Aber, um es kurz zusammenzufassen, Barbie ist für mich einfach ein Film, der viel zu viel auf einmal
versucht, der vor allem in der zweiten Hälfte Jay, von seinen kann ich dich mal kurz unterbrechen? Wir Ja. sprechen noch gleich über den Film hauptsächlich. Ja, deswegen sage ich auch nur ein kurzes Ach so, ja Fazit von gut. zwei, Ja gut, alles gut. der Ja gut, dann zweiten sag. Hälfte. Es ist für mich ein Film, der in der zweiten Hälfte völlig seinen Fokus verliert, zu viele politische Messages einmal reinpackt und sich nicht schafft, auf eine Sache zu fokussieren. Am Anfang fand ich ihn noch ein bisschen unterhaltsam. Margot Robbie und Ryan Gosling haben eine starke Chemie miteinander und auch die Sets und Songs sind richtig, richtig cool, aber zum Ende hin wird der Film für mich völlig chaotisch und hat mich auch emotional kalt gelassen. Genau. So, Mic drop. Ja, wie gesagt, wir sprechen nochmal gleich hauptsächlich über Barbie, denn niemand hier in der Runde hat den noch höher auf seiner Flop-Liste als Jay. Und Oh. ja. Was? Ja, ich bin nicht, ich, weil, deswegen, ich bin nicht der Einzige, der alle Listen kennt. Wir haben es so gemacht, dass dass hier die anderen vier jetzt nicht alles wissen. Sondern halt so ein bisschen vereinzelt, aber jetzt nicht alles. Da würde ich sagen, machen wir weiter mit Dennis Platz 3. Dennis, was Nee, hast fünf. du auf Platz. Ne, nicht Platz 3, auf Platz 5 deiner Fünf, genau. Flop-Liste? Ja. Also Platz 1 bis 3 bei mir sind richtig furchtbar. 4 und 5 habe ich gesehen, fand ich auch nicht gut, aber es sind jetzt keine Hassfilme von mir oder so, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Aber auf Platz 5 habe ich Kokainbär draufgesetzt. Ist halt für mich so nicht eine große Enttäuschung oder sowas, deswegen ist es jetzt nicht höher gelandet. Der Film an sich ist ja halt ziemlich Banane, fand ich, und ich habe auch nicht so diese geile Bär-Action bekommen, die ich mir irgendwie erhofft hatte von einem Bär, der eben Kokain geschnüffelt hat. An sich war er ganz witzig hier und da, aber der Bär bzw. sein CGI sah komisch aus, meistens zumindest, also sehr, sehr eigenartig. Das konntest du nicht wirklich ernst nehmen, dass da jetzt ein Bär vor denen stehen soll. Und die Story an sich verwickelt sich in so viele uninteressante Figuren, wo du dir denkst, das sind doch nur Charaktere, die sollen entweder gefressen werden oder nicht gefressen werden. Aber ich brauche nicht zu jedem Einzelnen eine ellenlange Backstory. Gib mir mehr Bär, habe ich nicht bekommen, deswegen auf Platz Nummer 5 bei mir. Wusstest du, dass der Film auf wahren Begebenheiten basiert? Das ist auch so ein Scam, ne? Also ist alles, was ich gehört habe, war mit dem Flugzeug, Kokain fällt runter, Bär frisst es, wird tot gefunden. Das ist Ja. die wahre Begebenheit. Also Aber ja, damit haben sie sich ein bisschen aufgegeilt. Ja. also ich finde das Konzept von dem Film witzig, weil der Ja. Name sagt einfach genau, was es geht, aber ja, umgesetzt ist es halt Ja. mittelmäßig. Deswegen, Ja, ich also. fand ihn jetzt auch nicht so schlimm oder so, weil ich mir viel erhofft hatte, sondern einfach so Banane. Deswegen dachte ich mir, packe ich ihn mit auf die Liste, um sie auch so ein bisschen zu füllen. Aber er weiß ja auch selber, dass er blöd ist. Ich meine, ganz am Ja, Anfang klar. erscheint ja wie so ein Wikipedia-Artikel oder sowas. Also, er weiß es auch, von daher ganz witzig, aber für mich jetzt auch kein Highlight. Ja, Alex, du hast ihn auch gesehen, ne? Findest ihn auch Ja, nur eher genau. mittelmäßig. Ich fand den nicht schlecht. Aber ja, mittelmäßig. Also ein bisschen was zwischen schlecht und mittelmäßig. Also ich Ja. hatte teilweise meinen Spaß. Es gibt schon ein paar spaßige Sequenzen. CGI ist gut genug. Es könnte besser sein. Aber ja, es ist halt einfach. Das ist ein Film über einen Bär, wo auf Koks Leute umbringt. So was erwartest Ja, du dir? Oder? Also, eben. Das ist es. oder? Also noch Die dümmer Story geht's erschließt sich von sich eigentlich kaum. selbst. Ja, absolut. Und da ist halt kein Platz für irgendwelche intelligenten Figuren oder irgendwelche Messages oder sonst irgendwas. Es ist einfach, keine Ahnung, wie lange der Film geht, fast 2 Stunden, ein Bär, der Leute auf Koks umbringt. Und mehr habe ich mir auch nicht erwartet, darum wurde ich jetzt nicht so krass enttäuscht. Aber funny Anekdote, mein Vater hat sich am gleichen Tag, also ganz kurz, ich wollte an dem Tag Super Mario zuerst anschauen im Kino, dann Oh, hat mein jetzt kommt Vater so, dein Vater in hat leider Koks gezogen. ja, mein Vater hat an dem Tag in Rasenmäher reingegriffen und sich einen halben Finger abgeschnitten und dann habe ich den Kinobesuch abgesagt und ich, Idiot, schaue dann Oha. Kokainbär, wo es viel blutiger ist. Und es war ganz dumm. Aua. Aua. Ja. Ja Aber gut. der Finger, also es war nur Aber so, ist alles mein Vater, gut, oder? es geht ihm gut. Oh, Er Gott sei lebt noch. Dank. Sehr Gott gut. sei Dank, das war ein bisschen creepy gerade. Hat sich gerade ein Ja. bisschen. Hat sich gerade ein bisschen böse angehört. Ja, es ist fast alles verheilt. Also es war zum Glück nur so oberflächlich, aber halt sehr viel Fleisch weg. Aber Au. nichts von Knochen. Au. Boah, jetzt hätten wir Ja. eigentlich eine perfekte Überleitung zu einem anderen Film, den später ich und Johannes noch
oder Movie Mind noch besprechen werden. Ah, Aber ja. egal. Ah, Dann machen wir weiter I mit understand the reference. anderen Platz 5 noch. Nee, 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 nee. Movie Mind hat doch noch gar nichts gesagt zu Cocaine Bear. Du hast ihn ja auch gesehen, ne? Ach so, ja, ich würde da als Du musst Einziger ihn so ein bisschen verteidigen. einhaken. Du musst ihn ja ein bisschen Also, verteidigen. Du hast ihn ja besser ich bewertet kann als jetzt wir. viel, ich kann da jetzt nicht viel gegen sagen. Das ist halt effektiv das, was der Filmtitel verspricht. Ein Bär auf Kokain. Der Film geht, glaube ich, nur so 90 Minuten. Ich habe so den Kopf ausgeschalten, weil ich eigentlich nichts erwartet habe. Und ich finde, wenn man keine Erwartungen hat und das einfach so als so einen kleinen, dummen Film ansieht, der so ein bisschen Spaß machen soll, dann ist es ganz nett. Ich habe es auch nochmal genossen, nochmal Ray Liotta in seiner letzten Rolle zu sehen. Stimmt, Das ja. darf man bei dem Film auch nicht vergessen. Stimmt. Ja, sonst, es gab ein paar ganz nette Szenen, finde ich. Ja, darf man das so sagen hier mit so Szenen? Nee, oder? Doch, oder? Doch, doch. Ja, Doch, es okay. geht. Es gibt ja diese Szene, wo der Bär den Krankenwagen verfolgt, die ist ganz nett. Das Oder stimmt. auch die Szene auf den Bäumen, die fand ich auch ganz nett. Alles ist so ein bisschen, man kann so ein bisschen drüber schmunzeln. Das ist für mich jetzt auch nicht irgendwie ein besonders guter Film, aber ich finde, es ist ganz spaßig und ich finde, der hat jetzt nicht so den Hate verdient, weil man weiß ja schon im Vorhinein, was man so kriegt und dafür ist er okay, finde ich. Also ich würde auch sagen, ich finde den mit. Ich finde, so kann man es Ja. perfekt auf den Punkt beschreiben. Ich fand, also er war weder jetzt noch so lustig, dass ich wirklich mich abgehakt habe. Weder war er noch so schlecht. Also ich finde den okay. Ich habe den auch so 2,5 von 5 gegeben. So mehr ist es jetzt aber auch nicht. So ein Film, den vergisst man halt irgendwie so am nächsten Tag direkt. Ja, klar. Dann würde ich auch sagen, machen wir mal weiter mit Alex Platz 5 aus seiner Flop-Liste. Alex, was hast du auf Platz Genau. 5? Ich habe auf Auf deiner Platz Flop-Liste. 5 eines der ausdruckslosesten Gesichter aus ganz Hollywood, nämlich Jason Statham mit The Meg 2 The Trench. Der Film ist komplett falsch vermarktet. Der verspricht im Trailer richtig große Action mit Megalodons und einem Oktopus und Dinosaurier-Eidechsen. Und das ist halt einfach nur in den letzten 20 Minuten und gefühlt die restliche Zeit chillen die am Meeresboden und graben Mineralien aus mit einem kleinen Kampf in so einer U-Boot-Station. Und ja, das ist halt einfach nicht so interessant und spannend. Die Schauspieler sind einfach komplett, die haben keinen Bock irgendwie und Jason Statham, der hat sowieso keine große Emotionalität, finde ich. Die Effekte sind alright, die Action, die ist gut, wenn sie mal kommt, aber für 2 Stunden ist es halt einfach viel zu wenig Action und komplett falsch vermarktet. Und das auf dem Meeresboden ist halt einfach langweilig. Ich schaue einen Mac-Film nicht, um Leuten zuzusehen, die auf dem Meeresboden Mineralien ausgraben und dann noch ein paar böse Fische abknallen, sondern ich will, dass ein großer weißer Hai Leute am Strand auffrisst und dass man den irgendwie umbringen muss. Und das gibt der Film halt nur sehr, sehr wenig her, finde ich so dumm. Ist es für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres, weil ich mich hart gelangweilt habe, weil der Film viel zu dunkel gecolorgradet ist, man am Meeresboden nichts erkennt und weil es halt einfach seine Prämisse kaum einhält. Genau. So. Ja, wer hat ihr noch sonst Mac 2 gesehen? Ich hätte noch gesehen. Hau raus. Ja, für mich ist das so ein bisschen für mich dieses schlechtere Beispiel von Cocaine Bear. Ich hasse den ersten Mac. Es ist einer meiner absoluten Hassfilme. Ich hasse ihn abgrundtief. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen hatte ich gar keine Erwartungen an den Film. Mein Vater hat mich so eingeladen zu dem Film im Kino und dann dachte ich mir, ja, gehe ich halt mal mit. Und ich muss sagen, vielleicht war es auch so die Atmosphäre von dem Kino, weil die waren alle recht gut drauf an dem Tag. Dann war das so ganz lustig, weil der Film so unfassbar dumm ist. Das ist so ein Fall von, der Film ist so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Und deswegen hatte ich meinen Spaß mit dem Film. Aber eigentlich ist er halt komplett Banane so. Deswegen, ja, für mich ist es halt ein Guilty Pleasure, aber ich kann das so verstehen, wenn man den hasst. Passen tue ich ihn nicht, aber es ist einfach nicht gut. Nee, das war jetzt auch nicht so auf dich bezogen. Das war so im Ich, Generellen, weil ja, der wurde ja klar. auch wieder vernichtet. Ich hasse nur meine allererste Nummer auf dieser Flop-Liste. Ich Dazu fühle kommen deinen wir noch. Schmerz. Ich fühle deinen Schmerz. Also meine Nummer 1 auf der Flop-Liste ist auch. Falls ihr das heutige Video gesehen habt, dann ja. Wir reden gleich drüber. Da würde ich sagen, machen wir mal weiter mit meinem Platz 5. Der hat sich bei mir noch letzte Woche noch schön reingeschlichen. Ich weiß, es wird einige Leute geben, die sagen, die fanden den Film ganz unterhaltsam, wenn nicht sogar super.
aber ich kann überhaupt da gar nichts damit anfangen. Es ist Bottoms. Bottoms von Emma Seligman heißt ja die Regisseurin des Films. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja, also ich weiß nicht, kann man das als eine Verarsche von Fight Club bezeichnen? Was sagst du, Nee. Also es ist ja irgendwo, also klar, so er verweist auf Fight Club. Also es geht ja im Film darum, dass zwei Mädels, die sind jetzt nicht unbedingt beliebt in der Schule, eine ist sogar homosexuell oder kann man sagen lesbisch, steht halt auf eine andere Cheerleaderin, die hat aber einen Freund und um halt die Cheerleaderin und ihre beste Freundin halt zu beeindrucken, starten sie sozusagen ihr eigenes Fight Club, wo Frauen halt über ihre Probleme reden können und das sogar im Style von Fight Club tatsächlich. Also das ist jetzt so der grobe Plot. Also ich muss sagen, ich fand es am Anfang noch ganz nett, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sag ganz ehrlich, wer Barbie nicht mochte, der wird den überhaupt nicht mögen. Ich sag, wer Barbie nicht mochte, der wird ihn überhaupt nicht mögen. Und das Ding ist, ich mochte so eigentlich Barbie noch ganz gern. Ich bin so einer der wenigen hier in der Runde, der den sogar verteidigt. Aber hier, der hier, nein, überhaupt nicht. Ich finde halt, es ist irgendwie so, der Film weiß irgendwie nicht so ganz, was er sein möchte. Also zum einen möchte er halt so ernste Themen erzählen, wie zum Beispiel das Outen einer homosexuellen Frau. Aber zum anderen will er es halt so plakativ erzählen. Also es ist halt irgendwie eine Satire, es ist halt irgendwie eine Satire, also so eine Highschool-Satire gemischt aus Fight Club. Und irgendwie funktioniert das für mich gar nicht. Der Humor hat für mich gar nicht funktioniert. Also ich dachte auch an einen bestimmten Zeitpunkt im Film. Ich spoilere das einfach mal so, wenn wie heißt sie nochmal? Die eine, die so ein bisschen Emo-Girl ist. Wenn die zusammengeschlagen wird, hatte ich gedacht, okay, der Film wird jetzt in eine etwas ernstere Richtung schlagen. Ich würde damit etwas mehr anfangen können. Aber so, nein, nein, gar nicht. Wer war das denn nochmal? Hazel, genau, Hazel war diejenige, die ja zusammengeschlagen wird, so mitten des Films. Aber überhaupt nicht. Es ist weiterhin so plump und ich konnte damit gar nichts anfangen. Das Ende, also das Ende ist einfach nur eine absolute Eskalation und ich hab mir wirklich gedacht, was gucke ich mir hier gerade an? Ich war wirklich mental raus. Deswegen, ja, Bottoms für mich leider eine große Enttäuschung, weil ich habe auch viel Positives gehört. Ich war aber am Ende des Tages relativ enttäuscht. Wer hat denn noch sonst den Film hier gesehen? Ich Alex. habe den gesehen und ich finde es richtig schade, dass du den so schlecht findest, weil ja, ist jetzt nicht der stärkste Film, aber ich finde den, ich habe den unglaublich unterhaltsam gefunden. Der Humor ist für mich richtig, richtig gut. Also ich habe so oft gelacht und der Film soll ja genau eine Highschool-Satire von Barbie und Fight Club sein und ich finde, das setzt er richtig Ja, gut um. Er ist zwar reißt mich jetzt. edgy as fuck, aber das hat mich in diesem Fall nicht wirklich gestört. Was ich dir lassen kann, ist das Finale auf diesem Football Field. Das war next level übertrieben. Also das Also, war too much. Das Alter. war wirklich too Also ich, much. also das war auch, das muss ich mal kurz sagen, das war Splatter teilweise. Also teilweise Ja, war, also wirklich, ne? das war wirklich blutig teilweise am Ende. Ich habe mir gedacht, was gucke ich mir gerade an? Das Ding ist halt, der Ja, Film mega, ist ja auch mega ab weird. 18 freigegeben in Amazon Prime Video. Wirklich? Ja, also bei mir, ich habe gesehen, der wurde ab 18 freigegeben. Kann aber auch sein, dass er nur eine Was? 16er-Wertung hat. Weil das Ding ist halt, eine 16 wäre noch okay. Weil ich habe erstmal nicht verstanden, Ja. warum hat der Film eine 18? Weil der Film ist ansonsten eigentlich halt so eine Standard-Highschool-Comedy. Aber also die waren sind halt ein bisschen vulgär, ein bisschen edgy, aber so richtig brutal war das jetzt auch nicht, so richtig sexuell war das jetzt auch nicht. Und dann kommt mal das Finale und ja, da haben die richtig Dampf abgelassen. Ja, voll. Ich finde, also ich finde, das ist der Film, den man am ehesten von der Message noch Barbie gegenüberstellen kann dieses Jahr. Und ich finde, er hat zwar nicht genau die gleichen Messages und so, aber so dumm das jetzt klingen mag, ich finde,
der Film bringt das, was er vermitteln will, wesentlich lustiger und geschickter verpackt rüber als Barbie, ist aber inszenatorisch natürlich wesentlich unterlegen. Ja. Hat mir aber, ich habe den im Jahresranking, das ich jetzt auch gerade gemacht habe, zwar unter Barbie, weil er einfach inszenatorisch eine safe bet ist, also da hat man sich nicht so viel getraut. Der ist aber mega witzig und ich habe den mega genossen und ich fand den Lehrer richtig witzig, wenn Ja, er einfach stimmt. wieder Mr. so G, dumme ne? Quotes, ja, Ja, Mr. okay, G, ja. Ja, der genau, hat Mr. nicht mal G. einen Namen, der heißt einfach Obwohl, der ich muss sagen, G. ja. Ja, ich muss sagen, also bei denen hat noch der Humor ein bisschen funktioniert. Also wenn ich jetzt so ein bisschen Ja. zurückdenke, bei denen hat es noch ein bisschen funktioniert. Als ich auch noch wirklich nachgesehen habe, so, da heißt Mr. G. Und wer die, also ich weiß nicht, du hast, ich meine, ich habe den Joke direkt verstanden, halt wegen Andrew Tate, wegen Top G. Also ich habe das zumindest so interpretiert. Und das war zumindest so ein Gag, wo ich schon leicht geschmunzelt habe, aber ansonsten so, keine Ahnung. Also der Film war irgendwie, Da sind so viele ja, gute ja. Gags Ja, einfach. leider, Who leider. invented auf der Tafel? Who invented feminism? A man, Oh, dann der Frauenname boah, das fand ich. und Ja. another woman. Ja. So Ja, gut. war. Ja. Das ist Ja, so ging. witzig. Ging. Ging. Aber Ging. nicht. Wie, aber, ja. War leider wirklich nichts für mich. Deswegen ist er bei mir auf Platz 5 gelandet. Hat noch eben ganz spontan Expendables 4 verdrängt. Obwohl einige würden streiten, dass einige würden eher sagen, dass Expendables 4 eher auf die Liste gehört als der hier. Aber ich fand den leider so ein bisschen, also ich fand ihn wirklich echt nervig an manchen Stellen. Deswegen, ja, leider nichts für mich. Aber ja, was sollen wir machen? Ich würde dann sagen, das war's dann mit Bottoms. Movie Mind und Dennis, ihr habt die ja alle nicht gesehen, ne? Kann man mal nachholen noch. Ja, Dennis, bist du noch da? Weil deine Facecam ist irgendwie weg. Eigentlich Dennis? schon, aber mir läuft auch Ach eigentlich so. alles, Ach so, so wie ja. vorhin Ja, auch. gut. Ja, gut. Nee, weil, nee, weil deine Facecam halt im Stream weg. Deswegen habe ich mir gedacht, ist irgendwie. Ach so. Ja, wir Ja. müssen jetzt ein bisschen Das ist flotter komisch. machen, wirklich. Ja, genau. Da würde ich sagen, machen wir mal mit der Flop 4, also ab Platz 4 unserer Flop-Liste weiter. Fangen wir wieder mit Movie Mind an. Was hast du auf Platz 4 deiner Flop-Liste? Das weiß ich gerade selber nicht. Warte mal kurz. Dann kann ich jetzt für dich aufgreifen. Das ist tatsächlich der gute Franzose Napoleon. Ah, ja, jetzt Aber über, erinnere ich aber, mich. ja, genau, aber über den werden wir noch gleich sprechen, denn Jay hat ihn noch ein bisschen höher auf Platz 3. Deswegen, ja, sag noch mal ganz kurz deine Meinung dazu. Und dann können wir auch weitermachen mit dem vierten, oder, ja, doch, mit den, ja, genau, mit dem vierten Platz von Janis Martin. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich fand die Trailer sahen gut aus. War dann am Ja, Ende das nur eine stimmt. enttäuschende, kurze, viel zu überhastete Version. Ich meine, das muss man jetzt natürlich kann man dem Film nur so ein bisschen Hype ankreiden, weil es gibt ja noch einen Director's Cut. Vielleicht macht der es ja besser. Der Film wurde jetzt halt umgeschnitten. Ich glaube ja nicht, dass der Director's Cut besser macht, weil ich habe auch noch ein ganz anderes Problem und das ist Joaquin Phoenix. Ich habe seit Jahren ein Problem mit dem Mann und auch hier spielt er wieder komplett ausdruckslos und hätte in meinen Augen schon wieder fast eine Himbeere dafür verdient. Aber ja, da gibt es noch eine Rolle dieses Jahr, die war noch wesentlich schlimmer. Von dem her geht's okay noch. Oh ja, gut, aber über den werden wir auch noch gleich sprechen. Deswegen machen wir weiter mit Jays Platz 4. Was hast du als auf Platz 4 deiner Flop-Liste? Auf Platz 4 habe ich Tar von, ich wollte schon gerade fast sagen, Todd Haynes, der Regisseur von May December. Nee, ist Todd Field. Der andere Kunst-Heini würden jetzt andere Leute sagen. Also, Tar ist schon ein bisschen ein typischer Kunstfilm. Ist ein Film, der sich anfühlt wie ein Biopic, ist aber in Wirklichkeit keins, weil Lydia Tar halt eine Persönlichkeit ist, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Hier wirklich herausragend verkörpert von Cate Blanchett, die trumpft schauspielerisch hier wirklich auf, aber der Film ist thematisch unfassbar verschlossen in seinen Themen und Motiven, unnötig kompliziert teilweise und ihm fehlt einfach so ein bisschen die Zielstrebigkeit, damit dass der Zuschauer, keine Ahnung, wirklich auch ein bisschen den Film verstehen kann in dem, was er vielleicht auch Aussagen behandeln möchte. Und zu weiten Teilen ist er halt auch deshalb wirklich ja sehr, sehr langatmig. Ich habe auch irgendwann in der Mitte das Interesse verloren. Ich habe jetzt im Nachhinein deutlich mehr verstanden,
Und habe auch ein bisschen Lust, nochmal zu schauen. Aber es ist einfach viel zu lang, um das halt dafür, dass sich ein Rewatch halt wirklich lohnt. Weil über 2 Stunden 40 für das, was der Film letzten Endes erzählt, ist schon halt einfach wirklich heftig. Und ich möchte auch die Kamera loben und die grundsätzliche Audiovisualität. Da hat sich der Film auf jeden Fall ein paar Sachen einfallen lassen. Aber sonst nur wirklich für Hardcore-Fans von Cate Blanchett und vielleicht für die Leute, die sonst noch was mit der Filmografie von Field anfangen können. Ja, ich habe jetzt auch nichts dazu zu sagen, weil ich habe den Film bislang noch gar nicht gesehen. Und ich eigentlich hatte irgendwie auch nicht so wirklich Bock, den nachzuholen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, keine Ahnung. Ich bin jetzt, also ich bin jetzt auch nicht so. Also ich gucke schon sehr, also sehr. Ich kann schon sehr gerne da reinblicken, aber ich hatte jetzt auch nicht mehr so die Lust gehabt, den jetzt noch nachzuholen. Wer hat den noch sonst gesehen? Ich habe den noch gesehen und ich finde es toll, dass den auch jemand nicht gut findet, weil ich finde den auch komplett overrated. Der hat wieder auf Letterboxd unglaublich hohe Wertungen und ich verstehe nicht, wieso. Cate Blanchett spielt super, aber ich finde den Film unglaublich zäh, langweilig, nichtssagend und ich kann mich an die Hälfte nicht mehr erinnern. Ja. Ja, gut. Ja, 4,0 ist schon. Movie What the Mind, hell? hast du den gesehen? Nee, auch noch nicht. Dennis, du auch nicht, ne? Nee, das Einzige, was ich mit ihm verbinde, sind die unfassbar lauten Trailer, weil ich die Oscars mitten in der Nacht alleine zu Hause geguckt habe und jedes Mal, wenn dieser Trailer kam, der Bass so laut war, das war richtig schlimm. Das ist das Einzige, was ich mit dem Film verbinde. Okay. Ja, gut. Da würde ich sagen, machen wir weiter mit deinem Platz 4, Dennis. Du hast ja auf Platz 4 65 von mit Adam Driver Korrekt, in der genau. Hauptrolle. Und Und das war auch die größte Überraschung an diesem Film. Wie haben sie Adam Driver für diesen Schrott bekommen? Das werde ich bis ja. heute nicht verstehen. Es ist so ein toller Schauspieler und er selber schauspielert auch irgendwo gut, aber das ganze Szenario ist eben so trashig, dass sein gutes Schauspiel schon wieder albern wirkt in manchen Szenen. Prämisse an sich fand ich ganz nett, so Dinosaurier mit Sci-Fi-Action, Blastern, Raumschiffen, allem zu vermixen. Das war ganz cool. Aber irgendwie so die Dino-Action war dann überraschend langweilig, fand ich. Auch dieses kleine Mädchen, die Adam Driver dann eben findet. Die sprechen ja keine gemeinsame Sprache, deswegen ist das auch So. so komisch die ganze Zeit dargestellt. Du konntest halt kaum Dialoge hören oder so in diesem Film, weil nicht gesprochen worden ist. Ich weiß nicht, der hat sich gezogen, auch wenn er recht kurz war. Ich fand ihn wahnsinnig langweilig und ja, keine Ahnung, das war so ein vergessenswerter Trash-Film über den, keine Ahnung. Habe ich auch nicht nochmal nachgedacht, den zu schauen oder so. Hat mir keinen Spaß gemacht, von daher muss der auf jeden Fall bei mir auf die Liste drauf. Ja, so, ich würde auch sagen, der Film war streckenweise wirklich langweilig. Also dafür, dass er 90 Minuten lang geht, hat er sich echt gezogen. Ich hatte wirklich mehrere Anläufe gebraucht, den zu Ende zu gucken. Also ich hatte wirklich schon mehrmals unterbrochen, weil ich fand, also für die Laufzeit macht er wirklich nichts. Also beziehungsweise nicht viel. Bisschen Das Dino-Action am stimmt. Ende, aber mehr auch nicht. Also ist ein Film, den vergisst man halt so schnell. Es ist halt so ein typischer Netflix-Film. Also es fühlt sich irgendwie wie so ein Ja, klassischer genau, zum Beispiel. Netflix-Film. Den gibt es ja jetzt auf Netflix, den habe ich auch da gesehen. Ja, Ich muss man nicht auch. mehr viel dazu sagen. Alex, was sagst du noch dazu? Ich habe den auch gesehen, ich kann mich eigentlich Dennis nur anschließen. Ich finde, es gibt zwar ein, zwei coole Kills und Adam Driver mit einer Science-Fiction-Knarre gegen Dinos ist schon. Irgendwo macht es ein bisschen Spaß, aber der Film ansonsten ist unglaublich langweilig. Schöne Bilder teilweise, finde ich, aber schlechtes CGI, vor allem die Dinos am Fand ich Tag. Wieso okay. macht man das nicht in der Nacht, wenn das CGI schlecht ist? Fand ich okay. Und ja, Dennis hat es eh schon gesagt, das habe ich auch in der Kurzkritik erwähnt. Der größte Kritikpunkt ist einfach, die können nicht miteinander ko kommunizieren. Wie willst du da eine Charakterentwicklung herbringen, wenn die sich nicht verstehen und nicht miteinander interagieren können, oder? Fun Fact, das kleine Mädchen, die auch mitspielt, die spielt auch in Barbie mit. Ja, die spielt halt die Sascha heißt sie, ne? In Barbie, also Ja, ich wollte das Dino-Mädel. Und die spielt auch übrigens in Ahsoka mit, habe ich mitbekommen. Stimmt. Ja, aber ja gut. Movie Mann, hast ja auch den Film gesehen, ne? Ja, ich finde das nämlich so ein ist okay Film. Ich habe dem Ja. 2,5 gegeben. Ich habe jetzt, also es ist jetzt schon länger her, ich weiß jetzt nicht mehr allzu viel. Ich fand, das war ganz okay. Adam Driver und Ariana Greenblatt hieß sie. Ich Ja, finde, die genau hatten so die. ein bisschen eine Chemie.
Ja, die Idee war ja an sich auch okay, aber die Umsetzung war halt echt recht langweilig. Ich finde, der Film, der fühlt sich auch länger an, als er ist. Und es gibt halt einfach wesentlich bessere Filme dieser Art. Deswegen, das ist halt so ein Film. Den gibt's. Ich finde, der tut mir nicht weh oder so. Der ist auch nicht richtig schlecht. Der ist halt mittelmäßig und den vergisst man wieder. Ja, Mic dropped. Jay, du hast ihn ja nicht gesehen, deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit Alex Platz 4. Und da haben wir einen Disney-Film, wie ich sehe. Ja, Mann, Disney muss auch noch Disney Remake, ne? Ja, Disney muss jetzt geroastet auch hier geroastet werden. werden. Die hatten ein beschissenes Jahr gehabt, jetzt müssen die auch mal geroastet werden. sehr, sehr, sehr. Peter Da Pan habe und ich Wendy. die Live-Action-Adaptation von Peter Pan and Wendy. Die hat zwar gute Effekte, hat mich überrascht, aber ich finde alles andere in dem Film ist hart mittelmäßig bis schlecht. Nimmerland ist einfach so eine kahle Banshees of Inisherin Insel, die überhaupt absolut unmagisch daherkommt. Ich finde, die Schauspieler sind durch die Bank schlecht gecastet. Sogar Jude Law ist teilweise an der Grenze zum Fremdscham, auch wenn er versucht, da irgendwas rauszuholen. Und ja, der Film ist so vergesslich. Ich habe am nächsten Tag habe ich mir eine Kurzkritik gemacht, mich an die Hälfte nicht mehr erinnern können. Der ist so langweilig, der ist unkreativ, der erfindet gar nichts neu und ist absolut unmagisch und schlecht gecastet. Next Level schlecht gecastet. Mic drop. Boom. Ja, ich habe der Einzige, der hier in der Runde, der das auch gesehen hat, ist Movie Mind. Was sagst du dazu? Ja, ist für mich, ich finde ihn okay. Ich kann Alex Punkte da verstehen. Ich fand das jetzt bei diesem Film noch nie ganz so schlimm. Ich fand, das war immer so ganz nett mit Nimmerland. Ich fand es jetzt auch noch nie so düster, wie es immer dargestellt wird. So richtige Magie entsteht jetzt auch nie. Aber ich finde, das ist immer so ganz okay, weil ich konnte auch mit den Figuren gut leben. Mich stört es jetzt auch nicht, wie die gecastet sind oder so. Aber ist vielleicht bei mir und den Disney Remakes generell so. Ich habe nicht wirklich so Bezüge zu diesen alten Klassikern. Und deswegen stört mich das jetzt auch nicht, wenn diese neuen Filme so daherkommen. Weil so für sich genommen, finde ich, sind das ja immer noch ganz okaye Filme. Ich glaube, viele haben da halt diese Nostalgie und finden es deswegen so schlimm. Die gibt es bei mir halt nicht. Und ich finde so an sich ist es ein okayer Film. Der tut mir ebenfalls nicht weh wie schon 65. Und ich mochte den. Ich würde schon fast sagen, ich mochte den ganz gern. Und das Gleiche trifft auch auf das Ariel-Remake zu. Ich weiß nicht, ob wir über das noch reden werden, aber auch das fand ich so Nee, okay. Ich finde beide keiner okay. hat den auf Ich der finde, die sind Liste beide bei den overhated. Listen. Ich habe den auch nicht Also gesehen. allein schon, dass Ariel einen Rap-Song drin hat, ist, sagt für Ach, mich stimmt, von alles. Aquafina. Oh mein Gott, nein. Ist das das von Aquafina? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Crazy. Oh Gott. Ja gut. Egal. Schlimm, schlimm. Egal. Ja, kommen wir zum nächsten. Genau. Darüber werden wir aber auch sowieso eh noch gleich reden. Auch hier in der Flop-Liste. Und zwar. Ich habe auf Platz 4 mein enttäuschendes Kinoerlebnis dieses Jahr. Also, es war für mich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Es ist Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Was soll ich sagen? Also, das war. Für das MCU-Verhältnisse war das ein Klumpenhaufen Scheiße. Für die Top 3 hat es knapp nicht gereicht für den Film. Aber wir reden ja noch gleich darüber, deswegen sage ich jetzt auch nicht mehr allzu viel dazu. Und wir machen weiter mit unseren Top 3 Flops. Movie Mind ist ja wieder dran, ne? Movie Mind, was hast du auf Platz 3 deiner Flop-Liste? Nochmal Joaquin Phoenix, ne? In Bo's Afraid, tatsächlich. Bo's Afraid ist auf Platz 3 deiner Flop-Liste tatsächlich. Ich bin mir sicher, es gibt einige aus den Movieverse-Server, die dem das jetzt sehr wehtun wird. Aber Movie Mind hat den auf Platz 3 seiner Flop-Liste. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ja, ich kann ja viel dazu sagen. Also ich musste auch erstmal wieder ein bisschen weiter vorkehren, weil der Film ist ja der dritte von Ari Aster und ich schätze und liebe Ari Aster sehr. Ich halte ihn für einen der besten Regisseure der Gegenwart, auch wenn er Bo's Afraid gemacht hat. Aber das ist vielleicht auch so das Problem. Ich liebe Hereditary und Midsommar, das sind die zwei besten Horrorfilme der letzten Jahre. Und deswegen waren die Erwartungen auch dementsprechend hoch bei Bo's Afraid. Und ich finde, am Ende ist Bo's Afraid ein möchtegern intellektueller und tiefgründiger Film, der 3 Stunden geht und in diesen 3 Stunden unglaublich wenig erzählt
Und was er erzählt, unglaublich dumm erzählt. Ich meine, das ist visuell und so ästhetisch immer mal echt ganz gut. Das kann ich dem Film nicht vorwerfen. Der hat schon so seine Stärken und auch ein paar gute Szenen. Aber es ist halt einfach unglaublich nichtssagend. Und Ari Aster, ich will nicht sagen, er hat den Film nicht verstanden. Ja, doch, ich finde, das kann man schon so sagen. Und dann hat man, beziehungsweise er hat nicht verstanden, wie er es umsetzen kann, diese Thematik. Und dann hat der Film noch ein viel größeres Problem. Das nennt sich halt Joaquin Phoenix. Wie gesagt, ich mag den nicht. Also, es ist nicht eine der schlechtesten Leistungen des Jahres, aber es ist einfach enttäuschend, weil ich finde es viel schlimmer, dass sowas wieder hochgelobt wird. Er tut halt wirklich wieder 3 Stunden deprimiert in die Gegend starren. Das ist kein gutes Schauspiel oder sonst was. Und das war bei Napoleon auch schon so. Und bei dem Film ist es nochmal schlimmer. Vielleicht auch, weil dieser Film nochmal so viel schlimmer zum Anschauen ist und dann fällt es halt viel mehr ins Gewicht, weil ich finde, die Rolle ist auch nochmal wesentlich schwerer zu spielen, weil der hat hier wesentlich weniger zu sagen und generell so vom Charakter her ist das keine einfach spielende Figur, aber Joaquin Phoenix scheitert halt auch kläglich dran. Deswegen eine große Enttäuschung, aber auch halt mehr, weil ich sehr großer Fan von Ari Aster bin und deswegen halt dementsprechend auch enttäuscht war, dass dieser Film so schwach war. Ja, ich habe den auch gesehen. Ich finde den nicht so schlimm. Also, der war gut, finde ich. Der war kein Meisterwerk oder so. Ich verstehe den Kritikpunkt mit Joaquin Phoenix überhaupt nicht. Ich finde, das ist einer der besten lebenden Schauspieler, die wir aktuell haben. Der Film punktet für mich einfach durch diesen What the fuck-Aspekt. Man hat gar keinen Plan, was abgeht. Man hat gar keinen Plan, was noch passieren wird oder in welche Richtung das geht. Der Film ist einfach wie so ein Fiebertraum. Erzählt, ich verstehe das, dass der nicht so krass irgendwie viel verzählt, wie Movie Mind jetzt sagt. Da bin ich auch dabei, aber insgesamt finde ich einfach, ist es ein sehr kreativer Film, der halt dadurch punktet, dass er halt einfach so abgedreht ist. Ja, Ari Aster halt. Ansonsten niemand aus der Runde hat ihn ja gesehen. Nee, Wenn leider ich mich nicht. korrigiere. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir schnell weiter mit Jays Platz 3. Jay, was hast du auf Platz 3? Auf Platz 3 habe ich den Film, den Movie Mind auf seiner 4 hatte, nämlich Napoleon. Also ich würde mich grundsätzlich auf jeden Fall als Fan der Filmografie von Ridley Scott bezeichnen. Ich finde Der Marsianer, Gladiator und Blade Runner allesamt wirklich toll bis meisterhaft. Und ich sehe Napoleon halt als Enttäuschung. Das ist okay, bis mittelmäßig. Ich habe den auf Letterboxd 3 von 5 gegeben. Erstens muss man einfach sagen, dass das Leben von Napoleon einfach nicht in einen 3,5 Stunden Film, 2,5 Stunden Film packen kannst. Noch kürzer. Und nebenbei hat der Film dann noch den falschen Fokus, die Idee, den Fokus auf die Liebesgeschichte zu setzen, das in den Kontrast zu seinem militärischen Leben zu setzen, ist an sich interessant. Ich finde, du spürst auf jeden Fall, dass da so der Scott eine gewisse Vision hatte. Aber ich hätte viel lieber entweder so eine klassische, dann vielleicht auch ein bisschen generische Rise and Fall Geschichte vom Niemand zum machtbesessenen General gesehen. Oder du hättest halt wirklich viel über politische Intrigen etc. erzählt. Oder du hättest es als, zehnteilige Miniserie auf HBO zum Beispiel umgesetzt, wie es ja jetzt auch noch passieren wird von anderen Regisseuren. Ich weiß nicht genau wem. Da hat er für mich, der Film leider für mich den Worst Case ausgewählt. Nichtsdestotrotz ist die Inszenierung fantastisch. Ich finde Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby wirklich gut. Also die haben eine starke Chemie miteinander und vor allem die Schlacht um Austerlitz ist halt für mich eine der besten Szenen des Jahres. Also die ist absolut umwerfend und brachial. Genau. Ich wieder, ich habe gefühlt alles gesehen dieses Jahr. Alex hat alles gesehen, das ist crazy. Ja, ich habe ja auch mein Jahresranking gemacht. Ich habe dieses Jahr, ich habe es gar nicht gesagt am Anfang, ich war dieses Jahr 29 Mal im Kino. Boah. Boah, ich bin nur 8 hinter dir. Ich war 11, ich glaube ich 11 Mal. Ich muss sagen, aber ich habe auch viele Kinofilme legal angeschaut. ja, Alex, ich Napoleon verstehe es hat sehr gut. mich. Ich finde den auch nicht so schlecht wie ihr. Ich weiß es. Also, da war für mich, ich habe Ich glaube finde auch den ja nicht 7 von schlecht. 10 gegeben. Nee, halt, ich weiß ja, dass du deine Ja. Flopliste, dass die nicht schlecht bedeutet. Aber ich finde Ridley Scott, was der kann und schon immer konnte, sind einfach große Schlachten inszenieren. Und da macht der Napoleon, da bringt er wieder ganz viel Zeug rein und es ist echt cool gemacht. Alles dazwischen ist halt, ja.
mittelmäßig. Ich finde es aber erträglicher als die meisten, vermutlich, weil ich einfach Fan von Joaquin Phoenix erneut bin. Joaquin Phoenix, wie spricht man den eigentlich richtig aus? Und Joaquin Phoenix. ja, ich finde den Joaquin Phoenix, oder? Ja. Ja, Ich sage also immer Joaquin Phoenix. gibt ja so ein lustiges Video von Dennis Jackson dazu, wo er die Aussprache Ja, irgendwie. boah, der Trailer zu Bo is Afraid, wo die sagen, Boe is afraid. Zu Blödsinn. Mega funny. Aber ja, ich finde den Ja, so. Film besser als die meisten vermutlich. Hat mir gut gefallen, aber er ist schon ein Brocken, auch von der Länge. Ich weiß nicht, ob die 4-Stunden-Version da mehr punkten kann. Also, ja, ich habe den leider Gottes nicht gesehen. There's nothing we can do. There's There's nothing I nothing can we can do. do. Und ja, ich wollte ihn eigentlich auch noch unbedingt sehen. Ich habe mich echt richtig drauf gefreut. Der Trailer sah geil aus, fand ich. Also der zweite. Aber als ich halt so mitbekommen habe, so, dass die Kritiken halt nicht so gut waren, dass es eher so gemischt waren, dass es eher so ein halber Film war, da war ich etwas abgeschreckt. Nebenbei hatte ich auch noch Klausuren geschrieben, deswegen. Ja. War leider nichts mit dem Kinobesuch von Napoleon. Leider Gottes, aber ich will den auf jeden Fall noch nächstes Jahr nachholen, wenn der zum Stream verfügbar ist. Wenn, dann schaue ich mir vielleicht dann auch noch die 4,5-Stunden-Version an. Ein Kumpel von ihm meinte ja auch, man könnte den einfach in eine sechsteilige Miniserie teilen. Hast du halt immer so eine 45-Minuten-Folge oder so. Ja, oder so eine 50-Minuten-Folge. Egal, aber ja, Napoleon habe ich leider bisher noch nicht gesehen. Dennis, hast du ihn auch nicht gesehen, ne? Oder hast du ihn doch Nee, gesehen? tatsächlich nicht. Ja, Nee, schade. nee, noch nicht. Schade. Ja gut, da würde ich auch sagen, machen wir weiter mit Dennis Platz 3. Dennis, was hast du auf Platz 3 deiner Flop-Liste? Da habe ich tatsächlich den schlechtesten Film drauf auf Platz 3. Platz 2 und 1, die haben mich einfach mehr schockiert oder enttäuscht. Deswegen habe ich sie nochmal bei den Flops größer hingepackt. Aber The Marvels ist für mich ein absolutes Chaos und einfach der Inbegriff von Nonsense. Ich saß da im Kino und egal wie trashig manche Marvel-Filme auch sein mögen, die hatten immer einen gewissen Unterhaltungsfaktor, wo ich noch gesagt habe, ja, aber das war ja noch ganz nett und so. Bei The Marvels gibt's das nicht. Also ich saß da im Kino mit ein paar Freunden, die ich da reingeschleppt hatte, weil ich die nicht alleine gucken wollte und ich dachte mir, Marvel muss ich mir aber halt irgendwie ansehen. Und ich saß da und habe mich richtig geschämt und es tat mir leid, dass ich die da mit reingezogen hatte, weil The Marvels hat so einen komischen Plot, den ich nicht mal zusammenfassen will, weil das so albern einfach klingt. Die Hauptcharaktere könnten langweiliger nicht sein, CGI furchtbar. Die Shuriken ist ein absoluter Albtraum, die schlechteste, die wir in Marvel-Filmen jemals hatten. She-Hulk übertrifft das noch, aber von den Filmen fand ich sie hier am Ja, gut. schlimmsten. Reden wir nicht drüber. Lustig, kein bisschen. Also, und wie gesagt, diese ganze Story, die baut sich auf und dann ist das einfach nur so ein Hin und Her und dann zu dem Planeten und zu dem und dann wird hier gesungen und dann hier wieder irgendeine komplett bedeutungslose Schlacht, weil all die Charaktere uns egal sind. Also, ich weiß nicht, The Marvels, da war ich echt vor allem auch enttäuscht an einigen Stellen, weil der erste Teil, so viele Makel er auch haben mag, er hatte so ein paar coole Aspekte. Ich mochte alles, was mit den Skrulls zu tun hatte. Skrull-Kree-Krieg, das klang für mich immer sehr interessant und ich war auch echt gespannt auf eine Fortsetzung damals, als der erste Teil rauskam, weil ich mir dachte, okay, Jude Law fliegt da jetzt wieder zurück, vielleicht baut er jetzt irgendwie seine große Rache auf oder so und wir sehen jetzt wirklich so einen intergalaktischen Krieg. Das haben die alles einfach in so einem Minigespräch abgefrühstückt und die Skrulls sind jetzt wieder auf der Flucht. Wir drehen uns im Kreis, es ist langweilig und ach, das war wirklich das Schlimmste, was Marvel dieses Jahr zustande gebracht hat, mit Typisch Abstand. MCU halt. Typisch MCU halt, ne? Dreht sich alles nur im Kreis. Das war Aber wirklich so ja. ein Problem. Das fand ich Ja. gerade hier ganz übel. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Ich habe den Film ja beziehungsweise nicht im Kino geguckt, sondern ein bisschen, ne? Nebenquellen. Weil Same. ich hatte gar keinen Bock dafür, Geld Die einzig auszugeben. richtige Entscheidung. Ist also so ganz ehrlich, ich hab mir wirklich vorgenommen, also ich werde ihn also ich habe mir schon vor das Jahr angefangen hat, habe ich mir schon vorgenommen, den werde ich nicht im Kino mehr anschauen. Die Scheiße werde ich nicht supporten. Gott sei Dank ist er auch gefloppt, weil er ist jetzt nicht schlecht als der schlechteste MCU-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz sonderlich gut ist es jetzt auch nicht. Dreier Chemie zwischen Carol Danvers, Marika Rambeau und wie heißt sie nochmal? Kamala Khan. Ich vergesse jetzt schon die Namen. Ja, war nett, aber ansonsten, ja, da Ben, kannst du ihn in die Tonne schmeißen. CGI war auch hingerotzt, wie immer. Ja, soll ich sagen. Ist halt mit, ne? Ist halt, also für mich ist es so im Begriff von mit. Also, es ist für mich nicht, also es hat mit mir gar nichts gemacht.
Es hat mit mir gar nichts gemacht. Ich war gar nicht mal wütend. Ich war gar nicht mal wütend, weil ich habe mir gedacht, ey, das war halt eben das, was ich erwartet habe. Mehr auch nicht. Er ist zum, also, was, also, keine Überraschung war, dass er nicht noch weiter unten auf meiner Flopliste war. Ich hätte wirklich auf das Schlimmste befürchtet mit dem Film. Aber ja, gut, sonderlich gut ist er jetzt auch nicht. Und ich habe da stattdessen eher ein Essay-Video daraus gemacht und mein erfolgreiches Video ist daraus entstanden. Nur deswegen habe ich mir... was Gutes. Ja. So macht man Profit. Und ich, ganz ehrlich, ehrlicherweise nur den Film geguckt, weil ich ein Video dazu machen, also ich, weil ich so ein Marvel-Video dazu machen wollte mit den ganzen Problemen. Nur deswegen habe ich mir die Marvels angeschaut, damit ich noch so eine kleine Kritik dazu machen kann. Ich möchte auch noch was dazu hinzufügen, ich habe den ja auch gesehen und ich möchte nur einen Dialog vortragen und zwar das Setting ist, Kamala Khan fällt vom Himmel, Nick Fury sagt zu Monica Rambeau, ey, du musst fliegen, sonst stirbt sie. Monica Rambeau sagt, Bruder, meine Kräfte, ich kann nicht fliegen. Nick Fury sagt, Black Girl Power, Monica Rambeau fliegt. Das ist so schlecht. Bis heute haben sie nicht erklärt, was überhaupt die Kräfte hat. Das ist der schlechteste MCU-Film aller Zeiten. Change my mind. Für mich ist es einer. Also definitiv Top 5, aber ja. Sorry, ich habe nichts erwartet. Ich habe alles gut. Ich habe nichts erwartet. Ich habe nichts erwartet und nichts bekommen, wolltest du sagen. Genau. Ja, sollen wir sagen, die Post-Credit-Scene war ganz nett. Ja, Hayley Steinfeld am Ende zu sehen. Gibt's noch keine Pluspunkte bei Hayley Steinfeld? Ja, auch machen. Ja. Marco und Lizzie sind ein bisschen mehr Smash, aber egal. Das war's aber auch mit der Marvels, weil Jay und Movie Mind haben den nicht gesehen. Deswegen, ja, Alex jetzt dran mit seinem Platz 3. Was hast du auf Platz 3, Alex? Ich habe auf Platz 3 Hypnotic mit Ben Affleck. Der hatte einen recht verhältnismäßig interessanten Trailer und hat auch ein interessantes Konzept. Da geht es nämlich um so eine Organisation und die sind so eine Art von Hypnotiseuren, sage ich jetzt mal. Die haben so Fähigkeiten und die können sich quasi, wenn sie mit Leuten sprechen, die können den Leuten was sagen und dann genau das machen dann die Leute. Und das geht's. Und Ben Affleck ist halt so ein Detektiv und der muss das halt aufdecken und so weiter und so fort. Der Film ist so schlecht. Das ist eine komplette Mischung aus Christopher Nolan, ein bisschen Inception und Shutter Island. Weil, ich spoiler jetzt mal, der große Plot-Twist ist, dass sich Ben Affleck das alles nur vorgestellt hat, genau, weil er insane ist, wie auf Shutter Island und die Leute, die es gibt schon eine Organisation und die machen so Gehirnspiele mit ihm, damit sie aus ihm Informationen rausziehen können, indem dass er dieses Szenario durchlebt, das er als Detektiv da durchgeht. Oder Alex, spoiler nicht Shutter Island, okay? Nee, ich spoiler Hypnotic. Und dann alles, kommt alles Ben Affleck. Ich spoiler für Shutter Island. Ich bin ja der Einzige, der Shutter Island nicht gesehen hat. Nee, aber Shutter Island ist viel besser und nochmal ganz anders. Es ist nur so ein Aspekt, dass der Typ halt irgendwie, dass der Erzähler, wie sagt man, unreliable narrator. Ja, genau. Ja, ich und das hat der Film halt, aber halt. Kurz Angst, weil da habe ich mich nämlich noch geschützt vor dem Twist. Ja, und der ist halt mega schlecht, der Film. Dann geht Ben Affleck halt raus und auf einmal bändet sich so die Welt wie in Inception und dann kommt dieser eine, ich weiß nicht, wie der heißt, der spielt den Teenage Mutant Ninja Turtles auch mit in dem 2014er oder was das war, dieser eine Schauspieler. Ja, William Fishkin oder so. Das Gesicht kennt man. Ja, genau. Der spielt halt gefühlt immer diese grimmigen Männer. Ja, genau. Und dann sagt Ben, ich weiß gar nicht mehr, wie es, also ich weiß, wie es dazu, nicht mehr, wie es dazu kommt, aber auf einmal sind alle tot und der Film ist fertig. Stimmt, ja. Stimmt. Und ich habe direkt danach... Nee, das war wegen der Tochter. Die haben ja eine Tochter. Ja, und, keine Ahnung. Und die ist halt so Superpower, die ist halt wirklich so Deus Ex Machina. Ja. Nummer 15. Ja. Und kann halt die Leute ihren Gedanken einfach töten. Das war so dumm. Genau. Und dann am Schluss, und ich habe den Film gesehen und ich habe direkt danach den Letterboxd-Log gemacht und ich wusste nicht mehr, wie der Film heißt, den ich angeschaut habe, weil der so scheiße ist. Ich war so wirklich 10 Sekunden. Ja. Wie hieß der Film jetzt?
Schaut den euch auf keinen Fall an, bitte, ja. Danke. Was ich noch dazu sagen möchte, also das ist so ein belangloser Sci-Fi-Film. Also ich verstehe nicht, wie belanglos kann man das umsetzen? Ich finde, es wird sich... Die Prämisse ist an sich noch... Ja, okay, eben. Aber, was ich hier unbedingt sagen möchte, ich finde, das fühlt sich an wie ein Studentenfilm, also Christopher Nolan-Film an von Filmstudenten. Ja, es fühlt sich wirklich an wie so ein Filmstudentenfilm. Ja, toll. So vom Konzept her, also es ist alles so noch irgendwie noch so mit sehr vielen Schwächen, noch so mit sehr vielen Fehlern noch irgendwie noch bei der Erzählung. Es fühlt sich halt wirklich an wie so ein Filmstudentenfilm. Und dieser Filmstudent in diesem Fall heißt halt Robert Rodriguez und der ist eigentlich kein Filmstudent mehr, das darf nicht sein. Deswegen mal dicke Minuspunkte dazu. Mic drop. Absolut. Movieman, was hast du dazu? Hat den sonst jemand gesehen? Movieman hat den gesehen. Ja, ich glaube, ich habe den ja auf mein Platz 2 bei den Flop-Filmen. Also, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Liste, aber so generell. Oh, sorry. Weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher, aber ist egal, weil egal. Ich habe ja so ein paar Filme auch aus dieser Flop-Liste rausgelassen, weil die mir zu egal waren. Der hätte auch locker reingehört, weil das Ding bei diesem Film, ich habe den irgendwann, keine Ahnung, vor so 3 Monaten gesehen oder so, ist auch egal. Nach einer halben Stunde, mein Kopf war so verblödet von diesem Film, er war komplett Matsch, ich habe gar nichts mehr gecheckt und dann lief der nur noch so eine Stunde da. Ich habe keine Ahnung, was nach dieser halben Stunde mehr passiert ist. Es gibt ja irgendwie nichts in diesem Film, was irgendwie besonders wäre. Also Ben Affleck, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, so eine leere Chips-Tüte hat mehr Ausdruckskraft als er in diesem Film. Ben Affleck hatte so gar keinen Bock auf den Film gehabt. Und ich meine, Ben Affleck ist da immer gut drin. So, Gone Girl war jetzt auch nicht viel besser geschauspielt, aber das war halt ein wesentlich besserer Film. Aber dieser Film ist halt, wie Alex gesagt hat, so einen Mix aus so Nolan-Elementen wie aus Inception und dann noch so ein bisschen Shutter Island für Blöde und das ist dann halt Hypnotic, so. Ja. Der hat mich jetzt nicht richtig aufgeregt, aber ich fand ihn halt richtig scheiße und saß halt einfach nur so da. Shutter Island für Blöde trifft es ziemlich genau. Das ist wirklich... Ja gut. Ansonsten, Dennis und Jay, ihr habt die ja nicht gesehen, deswegen... Nope. Machen wir mal weiter mit... Ah, mein Platz 3 kommt jetzt auch. Stimmt, das ist auch Hypnotic. Ich habe den auch auf Platz 3. Stark. Geil, ja. Dann geht's direkt zu... Ja, deswegen machen wir weiter mit den Seitenplätzen. Machen wir schnell weiter. Und zwar, ja, Movie Minds Platz 2 haben wir auch schon verraten. Deswegen, stimmt, wir haben ja wirklich 3 auf einen Streich gemacht. Alex Platz 3, mein Platz 3 und Movie Minds Platz 2. Deswegen, ja. Machen wir weiter mit Jays Platz 2. Was hast du auf Platz 2 deiner Flop-Liste? Also das ist auch eine Sache, die wir schnell abhaken können, weil das ist ein Film, den keiner von euch sonst gesehen hat. Den habe ich eigentlich für die andere Liste geguckt, nämlich Close. Ist ein belgischer Film, war Anfang des Jahres auch für den Oscar, für den Auslands-Oscar nominiert. Der handelt von einer Freundschaft von 2 Jugendlichen, die auf eine dramatische Art und Weise zerfällt. Ich fand den ersten Akt wirklich gelungen, auch die beiden Hauptdarsteller funktionieren gut miteinander, aber dann gibt's bei so der 40, 45 Minuten Marke gibt es eine Wendung, die das anschlägt, die einen so voll krass treffen soll. Problem ist aber, wenn du halt 40 Minuten lang nur mit den Figuren halt miteinander verbracht hast und oft nur eine der beiden Figuren zu sehen war, dann kannst du halt nicht so gut mit denen connecten. Und ich habe halt, keine Ahnung, ich fand das viel zu früh einfach, hat mich dann gar nicht so gehittet. Und wenn du halt keine Ahnung, die restlichen eine Stunde ist halt, sind halt alle deprimiert und Trauma, dies, das, Ananas. Und wenn ihr den Film gesehen habt, könnt jetzt bestimmt Leute sagen, oh, auch wenn die, keine Ahnung, emotionale Verbindung, die du gebaut hast, nicht so krass war, so muss ich doch trotzdem unfassbar krass treffen. Mich hat sie nicht so getroffen, ich habe mich da am Ende fast durchgequält. Es tut mir wirklich leid, vor allem für die Thematik, die der Film anspricht. Die Leute, die es wissen, was in dem Film geht, die werden, also es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Thematik und alles. Ich finde auch die Inszenierung an sich gelungen, aber leider hat er für mich wirklich in seiner zweiten Hälfte wirklich null erreicht, fast schon durchgequält. Ich fand den dann irgendwann sehr, sehr repetitiv. Ey, es tut mir wirklich leid. Aber trotzdem, wenn ihr euch für so kleinere Indie-Sachen interessiert, schaut euch den trotzdem an, weil ich glaube, euch wird er zum Beispiel oder anderen Leuten wird er bestimmt besser gefallen als mir, weil ich weiß, ich bin wirklich die absolute super Ausnahme bei dem Film.
Genau, ich war bei 3 Sternen mit Hang sogar nur zu 2,5 eher. Ja gut, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich kenne den Regisseur. Ich weiß noch, wir haben bei uns in Niederländisch den vorherigen Film von dem Regisseur geguckt, Girl. Und da habe ich halt nur die letzten 20 Minuten gesehen. Deswegen, ich kann da auch nicht mehr allzu viel dazu sagen zum Regisseur. Deswegen, ja, machen wir mal schnell weiter. Dennis Platz 2, ne? Genau. Dann Genau. müsste jetzt das. Und das ist jetzt wirklich. Es tut mir so leid. Liebe Feministen, bitte hatet nicht den Bruder, der hat es wirklich nicht verdient. Er gibt nur seine Meinung wieder. Ich weiß, das ist der erfolgreichste Film des Jahres, aber trotzdem, es ist legitim, den in seine Flopliste zu packen. Ich mag den zwar sehr gerne, aber Dennis hat seine Gründe, warum er den auf der 2 hat. Es ist Barbie. Erklär mal, warum du den Genau. so schlimm fandest. Also, wie gesagt, The Marvels fand ich immer noch ist der schlechteste Film von allen. Barbie fand ich allerdings musste noch mal ein bisschen höher gerankt werden bei mir auf Platz 2 in dem Fall, weil ich doch recht schockiert war, als ich da im Kino saß. Ich habe ihn ein bisschen später geguckt, vielleicht 2 Wochen nach Release oder so, und hatte schon so ein paar Meinungen gehört. Und als dann überall so rauskam, das ist eigentlich nur so politische Ideologie, wo stiefmütterlich so ein bisschen Film hinten dran geklatscht worden ist, dachte ich mir so, das kann doch gar nicht sein, das ist doch garantiert total übertrieben, kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, es ist ein Barbie-Film, da denkt jeder, dass das was für 3-jährige Mädchen ist. Aber nein, war es so überhaupt nicht. Das fand ich ziemlich krass. Vielleicht erstmal so ein bisschen was Positives habe ich ja auch natürlich. Also alles, was mit den Cans zu tun hatte, allen voran natürlich mit Ryan Gosling, Ja, fand ich natürlich. mega. Das Ah. fand ich wahnsinnig unterhaltsam. Immer wenn die gesungen haben, Perfekt. irgendwie sonst irgendeinen Quatsch getrieben haben, war wahnsinnig unterhaltsam. Keine Frage. Aber spätestens so ab dem Punkt, wobei, nee, Quatsch, den Anfang, den fand ich auch ziemlich genial, wo wir einfach so ein bisschen in diesem Ja. Barbie-Land, glaube ich, hieß das ja, waren, wo Margot Barbie, Robbie die ja. perfekte Barbie ist quasi. Die Musik, die Tanzsequenz mit der ganzen Party und so, das war alles total lustig. Und genau das habe ich mir von diesem Film erwartet. Deswegen wünschte ich, ich wäre nach 10 Minuten auch rausgegangen, weil ab dem Moment, wo sie zu dieser eigenartigen Einsiedler-Barbie da geht und dann später in die reale Welt kommt, fand ich, ist der Film komplett auseinandergefallen. Diese Familie, also diese Real-Life-Familie, wo Barbie unterkommt, mit diesem kleinen Mädchen quasi, fand ich schrecklich. Also alle, egal welche politische Botschaft da jetzt vorangetrieben werden wollte oder so, spätestens wo sie gesagt hat zu ihrem Vater, dass wenn er Spanisch lernt oder was das war, das kulturelle Aneignung ist, Ja, das dachte fand ich mir ich auch so, wack. was um alles in der Welt geht denn hier ab? Also das habe ich gar nicht gerafft. Und ich weiß nicht, dieser Film war so doppelmoralisch, wenn sie zeigen wollen, dass die Barbies eigenständig sein können. Warum können die Kens sie dann innerhalb von 1,5 Minuten überzeugen, irgendwie ihre Dienerinnen zu sein? Also sind die jetzt so smart oder sind die einfach total hohl? Habe ich nicht verstanden. Das wurde Die komplett Macht des komisch einfach Papierstaat. gezeigt. Denk nicht darüber nach, Wirklich, das ist also die fand Macht ich des ganz Papierstaat. eigenartig. Ja. Ich meine, Ken hat einen ziemlich coolen Mantel, dem würde ich wahrscheinlich auch überall hinfolgen. Aber Und ich und und jedenfalls und fand ich das und dann zum Ende sehr komisch. Mojo-Dojo-Cast aus, bitte Ja. noch. Mojo-Dojo-Cast Stimmt, aus. genau. Gutes Argument, das stimmt. Aber einfach diese Doppelmoral am Ende dann, wo dann gesagt wird, wenn die Kens das machen, ist das total furchtbar. Jetzt machen die Barbies genau dasselbe mit diesem Umsturz und versklaven in Anführungszeichen die Kens. Aber das ist cool und das ist die letztendliche Message. Und die Endsequenz, wo Barbie dann beim Frauenarzt ist. Nein, also keine Ahnung, irgendwie dieser Film, den fand ich ganz, ganz eigenartig. Und wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, das wird so ein fluffiger, lockerer Film. So wie eben die ersten 10, 15 Minuten. Der ganze Rest ist für mich komplett den Bach heruntergegangen. Und Will Ferrell, den fand ich auch so random in diesem Film. Also ich weiß nicht, das war einfach nicht so meins. Ja, Sorry. so schlimm, oh mein Gott. Ich habe Wirklich, letztens also mal, ich egal. habe. Ich Der habe war vergessen, dass so er da ist. So in dieser. dümmlich. Total. Eine halbe Stunde kommt er, glaube ich, nicht vor nach dieser Total. Verfolgungsjagd. Dann taucht er wieder auf in der Barbie-Welt und ich dachte mir, ach stimmt, der ist ja auch noch mit dabei. Der hat komplett vergessen. Also, nee, war nicht meins. Tut mir echt leid. Ja, also, ja. Ich würde gerne noch kurz was dazu sagen. Also, ich verstehe jegliche Kritikpunkte zu den Filmen. Ich finde den auch überhaupt nicht perfekt. Es ist so einer der größeren Enttäuschungen in Anführungsstrichen des Jahres, obwohl ich den trotzdem sehr mag und obwohl trotzdem eine bestimmte Szene nochmal und eine bestimmte Performance auch noch gleich erwähnt wird. Aber ansonsten insgesamt, er ist irgendwie so ein dummer Spaß. Aber ja, wie gesagt, der hat halt wirklich seine Macken. Ich finde wie die Botschaft hier so hervorgebracht wird. Irgendwie kann man das irgendwie als, also es ist ja irgendwie eine Kritik an das Patriarchat, aber wenn man das irgendwie so, kann man das nicht vielleicht auch irgendwo als eine umgedrehte Kritik an das, also die Rolle der Kens, könnte man das nicht eigentlich auch als eine Kritik an toxischer Feminismus auch irgendwie bezeichnen? Also der hat so irgendwie so eine Ja, weirde Doppeldeutigkeit. weiß, was du meinst. Genau das ist eben das Problem. So, welche von den beiden Messages will er denn vorantreiben? Weil
aus der Sicht der einen Message ist die andere halt falsch. Also sind dann beide falsch oder beide richtig? Oder ich weiß nicht, der Film weiß ich glaube ich selber nicht. Und das war so mein Problem. Ich glaube, das also will ja vielleicht sagen, uns den Zuschauer überlassen. Ich würde schon sagen, dass das stark die Perspektive der Frau ein. Weil sie auch. Das auf jeden Fall, das stimmt. Jederzeit Front und Center ist. Ja, was ich noch sagen möchte ist, er will irgendwie. Es ist halt so ein Film, er hätte cleverer sein können. Aber das ist halt irgendwie so ein 100-Millionen-Film, weswegen er halt irgendwie etwas plumper sein musste. Ich habe das Gefühl, Warner hat das Drehbuch von Greta Gerwig gesehen und sie musste noch mehrere Rewrites machen, um das ein bisschen Mainstream-tauglicher zu machen. Ich glaube nämlich, man hätte daraus eigentlich noch was Cooles machen können. So auch was. Der Film soll halt auch kleine Mädchen ansprechen. Ja, eben. Das ist halt das Problem. Er will Erwachsene ansprechen, aber irgendwie so keine Kinder. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Es ist dasselbe Problem wie bei Bottoms. Er will irgendwie mehrere Zielgruppen ansprechen, schafft es aber irgendwie nicht, das irgendwie auszubalancieren und es ist irgendwie so ein Mischmasch. Und ich finde, mit Ken hat man den männlichen Identifikationsfigur. Weswegen er auch wahrscheinlich sehr beliebt ist. Ich meine, ganz ehrlich, der Song I'm Just Ken, der hat so eine eigene Weihnachtsversion bekommen. Also, vielleicht ist es auch irgendwo so, auch irgendwo selbstentlarvende Kritik, weil das halt irgendwie, egal wie viel Frauen tun, dass halt trotzdem immer noch die Männer am Ende belohnt wird. Möchte jetzt kein, das ist jetzt nichts gegen Männer oder so, aber vielleicht ist es auch irgendwo die Wahrheit. Keine Ahnung, whatever. Ich freue mich für die Zielgruppe, die den Film mochten. Es waren ja sehr viele Frauen, die den mochten. Aber ich bin zwar immer noch bei 3,5 Sterne. So, ich fand den überhaupt nicht schlecht. So. Also, die haben hier mit einer der besten schauspielerischen Performances des Jahres den Film. Eine geniale Szene. Und die ersten 20 bis, ich sag ganz ehrlich, bis zur Zeitpunkt, wo Ken das Patriarchat entdeckt, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Also, die Szene, wo Ken das Patriarchat entdeckt, also es war großartig. Also wie er so, das ist zwar irgendwie alles plakativ. Das war wirklich cool. Aber, also das war wirklich so. Ich fand's ja lustig. Das war ein Sigma-Edit in den Film. Das war einfach ein Sigma-Edit in den Barbie-Film drin. Das muss man ja erstmal schaffen. Ja, vor allem das Lustige war, in diesem random Bürogebäude läuft einfach auf diesen einen Bildschirm so alles Mögliche. Also so Boxkämpfe, Aktien, alles Mögliche. So auf diesen einen Screen, so das, der normalste Screen in so einem Büro. Fand ich total lustig. Ja. Es ist halt ein bisschen überspitzt, aber irgendwie am Ende will er trotzdem ernst sein und das schafft er irgendwie nicht so ganz. Ist mein Problem mit dem Film, aber alle haben ja hier den Film gesehen, deswegen möchte ich jetzt nicht mehr zu sehr lange darüber reden. Alex, was sagst du dazu? Ich sage nichts dazu, weil ich habe schon einen Shitstorm abbekommen zu dem Film, darum halte ich mich da so gut es geht raus. Ja, ich würde auch sagen, dass ich glaube ich auch alles gesagt habe. Und du, Uwe meint... Kein Bock mehr. Ja, Er wird despawned. Ist bei mir so ein bisschen so ein ähnliches Ding wie bei Bruce Afraid, auch wenn das verschiedene Filme sind. Ich bin Fan von den Gerwig-Filmen davor gewesen und fand schade, dass das hier einfach so ein Mainstream-Film ist. Ich finde, man merkt hier wirklich eigentlich kaum bis gar nicht mehr diese Handschrift von Gerwig. Das stimmt. Ich finde, der Film, er hat so zwei Hälften. Die erste Hälfte in Barbieland finde ich wirklich fantastisch. Da war ich wirklich bei so 4 Sternen, habe ich wirklich genossen. Sah super aus mit dem ganzen Production-Design, mit den Songs. Die möchte ich generell hervorheben. Also ich gönne es wirklich allen 3 Songs, die jetzt bei den Oscars auf der Shortlist stehen, dass die gewinnen. Das sind alles 3 fantastische Songs und auch generell der ganze Soundtrack. Aber mich stört halt, dass man dann wieder so eine übelste, aufdringliche und plakative... diesen Geschlechterkampf da reinpacken muss in der zweiten Hälfte. Also es war ja weder lustig noch sonst irgendwas. Es war ja einfach nur anstrengend und plakativ. Und das finde ich halt schade, weil Gerwig hat das ja schon mal wirklich besser umgesetzt in Lady Bird und Little Women und auf eine wesentlich subtilere Weise und auch auf eine wesentlich berührendere Weise, weil das hier wirkt wirklich einfach wie so ein ganz, ganz dummer Geschlechterkampf, der auch wirklich irgendwo auf Twitter oder so stattfinden könnte mit so... Falls ihr versteht, was ich meine. Er ist halt ein Studioprodukt. Irgendwo. Ja, genau. Deswegen, es ist halt so Hype. Man merkt hier irgendwo, hier wollen sie eine etwas komplexere Story erzählen, aber ist halt am Ende des Tages ein Studioprodukt. Ja, soll man sagen. Genau. Ich hab ein bisschen eine Rom-Com erwartet, sondern ein bisschen Drama erwartet, aber leider Gottes hat man das nicht damit bekommen. Weil das Ding ist halt, das Marketing, muss man auch mal sagen, war sehr clever. Oh, sehr. Sehr,
wie soll ich sagen, also es hat halt sehr in die falsche Fährte gelockt. Weil ich hatte wirklich sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, wie die zweite Hälfte so ablaufen wird. Also ich hatte erstmal so eine Mini-Rom-Com erwartet, dann hatte ich einen Drama erwartet. Also einen von den beiden hatte ich irgendwie erwartet. Ja gut, machen wir schnell weiter. Wer ist jetzt dran? Ich, ne? Nee, Alex ist jetzt dran mit seinem Platz 2. Ja, Alex. Ich hab einen Western mitgebracht. Und zwar, hat den jemand von euch gesehen? Dead for a Dollar mit Christoph Waltz und Willem Dafoe. Kennt den jemand von euch? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, in Venedig angelaufen, wenn ich noch richtig. Ja, war nur durch den aufmerksam, weil. Boah, wie hieß der eine Typ? Der, wo so einen Shitstorm bei uns im Movieverse ausgelöst hat, der mit der Kappe. Ah, Scene Talk. Scene Talk, genau, ah, ja, der über den ein Video gemacht hat. Scene Talk, genau. Und dann habe ich mir gedacht, schaue ich mir den Film an, weil Willem Dafoe und Christoph Waltz sind schon zwei sehr starke Schauspieler. Und der Film ist so schlecht, der dreht sich nur im Kreis, die Figuren sind komplett flach und schlecht geschrieben. Es gibt keinerlei Spannung, es passiert gefühlt gar nichts und der Film ist unglaublich hässlich gecolorgraded. Ich habe dieses Jahr keinen einzigen Film gesehen, der ansatzweise an dieses hässliche Colorgrading hinkommt. Und auf Letterboxd siehst du, jede einzelne Kritik steht drin, Alter, wer hat diesen Film eingefärbt? Das ist so ein hässliches Ding, es gibt's gar nicht. Und allein davon schon, und die Story ist halt so langweilig. Und es ist... Vielleicht liegt man das Genre einfach nicht Western. Ich habe noch nicht so viele Westerns gesehen, aber also das war mit Abstand der schlechteste Western, den ich bisher gesehen habe, von den ganz wenigen. Und ich würde den auf keinen Fall irgendjemand weiterempfehlen. Nicht mal meinen ärgsten Feinden würde ich den weiterempfehlen. Okay, gut. Also dann machen wir mal schnell weiter. Ich habe auf Platz 2 Indiana Jones und das Rad des Schicksals, aber wir reden noch gleich drüber. Deswegen machen wir weiter mit... Movie meins Platz 1. Kaum von euch hat ihn ja gesehen. Und zwar hast du ja auf Platz 1. Er ist wieder Exorcist. Der Exorcist Believer, der Junge. Movie mein, wo bist du? Wir müssen schnell weitermachen. Ja, hier bin ich. Und also, wirklich, ich muss jetzt hier. Ja. Ich kann meinen Hass für diesen Film kann ich wirklich nicht in Worte beschreiben. Es ist nicht einfach so der schlechteste Film von diesem Jahr. Es ist, glaube ich, wirklich der schlechteste Film, der in diesem Jahrtausend rauskam. Er ist so scheiße. Eventuell ist es mein neuer Hassfilm. Auch hier, du machst hier eine Fortsetzung. 50 Jahre nach dem Meisterwerk von William Friedkin. Das ist der Pate der Horrorfilme. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist für mich wirklich ein filmisches Heiligtum. Und das war einfach ein richtig komplexer Film. Da ging es nicht primär um diesen Horror. Und hier ist es das komplette Gegenteil. Hier geht es um stumpfen, dummen, plakativen Horror und so eine ganz basic Story. Und dieser Film ist einfach auch so ein Sinnbild für dieses aktuelle Hollywood-Kino. Man produziert einfach eine Fortsetzung, um Geld zu machen, hat aber weder eine Story und noch ein Herz für die Vorlage. Und das merkt man in diesen 2 Stunden komplett. Hier wird eigentlich rein gar nichts erzählt, was man nicht schon mal in irgendeinem anderen Exorzismusfilm gesehen hat. Der spielt wirklich das Exorzismus einmal eins komplett durch. Erweitert in dem Sinne noch, dass man hier jetzt 2 Besessene hat, was den Film kein bisschen ändert, weil wenn es dann zum Exorzismus kommt, läuft es aufs Gleiche hinaus. Und bis dahin gibt es auch nicht so eine Szene, die irgendwie ein bisschen gruselig gewesen wäre. Im Original, da habe ich diesen Spider-Walk, da habe ich diese Szene, wenn sie ihren Kopf verdreht, sowas habe ich hier nicht. Hier habe ich so ein bisschen wieder diese Beleidigung, die diese Kinder dann schreien, dann schreit der Priester wieder ein paar Bibelverse auf. Beziehungsweise hier sind es ja die Bibel Avengers, wie es oft so schön gesagt wird. Das ist ja auch nochmal interessant, dass man hier gar nicht mehr einen Priester braucht. Hier könnte es auf einmal jeder machen. Und also die Figuren, ich kann mich an keine von diesen Figuren mehr erinnern. Ich finde auch, der hat gar keine Atmosphäre. Der hat rein gar nichts, was diesen Film irgendwie qualifizieren würde. Der hat nichts, was gut ist. Alles in diesem Film ist wirklich, ehrlich gesagt, scheiße eigentlich. Und also ganz ehrlich, da ist wirklich Evil Dead Rise im Vergleich noch wirklich ein guter Film, weil hier funktioniert ja gar nichts. Weder Atmosphäre noch Horror, hier gibt es keine guten Szenen, hier gibt es nicht irgendwie noch so ein aufwendiges Production Design, hier gibt es ja gar nichts. Das ist ja einfach nur zur Geldscheffelerei gemacht worden und wenn ich dann überlegen muss, dass hier noch 2 Fortsetzungen kommen,
dann wirklich, dann kraut es mir da richtig krass vor. Und ich hoffe, dass wirklich solche Produktionen bald eingestellt werden, weil das ist wirklich, das will, glaube ich, einfach keiner haben. Es sind keine guten Filme und sie haben auch wirklich nichts zu erzählen. So ein Popes Exorcist, der kam ja dieses Jahr auch, der war auch nicht sonderlich gut, aber der hatte wenigstens noch so ein bisschen was Eigenes mit Russell Crowe, der dann noch so Ja, ein bisschen so einen das Humor stimmt. reingebracht hat. Aber der hier ist wirklich ein Exorzismusfilm von der Stange. Ich hasse ihn richtig krass und das ist mit das Schlechteste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, Mic dropped. Wer hat den noch sonst gesehen? Okay, gut. Dann machen wir weiter mit Jays Platz 1. Es ist der größte finanzielle Misserfolg dieses Jahr, ne? Wenn ich mich Ich nicht glaube, ganz. Shazam 2 war zwar ein größerer Flop, aber egal. Nee, Shazam 2 war nicht so ein größerer Flop. Weil Shazam 2 war da. nicht so ein großer Flop. Nee. Es ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Er wäre bei mir auch ganz Ja, nah auf Platz 1 gewesen, aber ja. Sag du, ja, warum du den auf Platz 1 hast. ja, also wie gesagt, ich finde den Film nicht furchtbar, ich finde ihn halt einfach nur mittelmäßig. Also ich fand die erste Hälfte wirklich absolut unterhaltsam. Das Opening mit dem Flashback ist unterhaltsam und der Film, wie er es halt macht, ist relativ clever, hakt die ganzen Nostalgie-Checkboxen ab. Du hast die triumphale John Williams-Musik, du hast ein paar dumme, fette Nazis, die du verkloppen kannst. Und du hast halt, ja, so die Verfolgungsjagden, typisch, wo halt Indiana Jones Leute verfolgt, die mal das Artefakt haben, dann wird er verfolgt. Macht Laune, ist ein bisschen Spaß, jetzt gibt halt ein paar One-Liner und dann gibt es die zweite Hälfte und da hast du halt den Punkt, wo der Film sich auf seine Figuren immer mehr fokussiert und auch auf den Plot und dann merkst du halt einfach, dass du den Indiana Jones hast, der keinen Bock mehr auf das Abenteuer hat, der psychisch kaputt ist und ich hatte mir überlegt, jetzt irgendwann mal die Alten nochmal zu gucken, um das nochmal klarer darzulegen, aber die alten Indiana Jones Filme, vor allem 1 und 3, sind halt so brillant, weil du eben so ja, charmante Nebenfiguren hast und vor allem Indy, der eine unfassbare Faszination für die Artefakte hat, der Bock auf das Abenteuer hat und halt voll immer, keine Ahnung, präsent in den Kämpfen, in den Verfolgungsjagden ist. Und das fehlt halt hier völlig und deswegen bist du nicht mitgerissen in dem, ja, in dem Abenteuer. Und es gibt viel zu viele Nebenfiguren, die absolut flach und uninteressant sind. Vor allem, ich habe selbst den Namen von der Figur von Phoebe Waller-Bridge Helena. vergessen. Ich weiß nur Helena, genau. Ich weiß nur, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie von Indy Wombat genannt wird. Und es fehlt einfach dieser absolut, keine Ahnung, ikonische Charme von Steven Spielberg. Und da ist halt das wirklich das idiotische Finale nur das Sahnehäubchen drauf, obwohl ich das Finale meiner Meinung nach zu viel Hate abbekommt. Ja. Finde ich auch, das Finale ist underrated. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist Nee, für also ich mich sag ehrlich, ich finde das mehr Problem. enjoyable als manche Teile vom restlichen Film. Nee, ich finde einfach, das Problem ist halt, früher hattest du ja auch schon, keine Ahnung, over the top Sachen mit, keine Ahnung, unendliches Leben in Indiana Jones 3. Und da ist halt die Frage auch für den Film, ergötzt, quasi bricht der Film damit und ergötzt sich selbst an dem unendliches Leben oder Zeitreisen. Hier macht der Film es halt nicht. Hier macht der Film es. Spielberg hat früher damit nicht gebrochen, hat eben gesagt, nein, das ist etwas, an das wir uns nicht herantrauen und so weiter und so fort. Hier macht der Film halt und deswegen kein guter Indie-Film für mich einfach. Ja, nee. Aber overrated. Also, nee. Ich möchte mal meinen Wut daraus lassen, weil der ist knapp bei mir auf Platz 1 gescheitert. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein beschissener Film für mich. Also, die erste Hälfte ist okay. Das wäre so bei 2,5 bis 3. Aber danach ging es wirklich absolut bergab. Ich kann nicht verstehen, warum diese 300 Millionen Dollar Blockbuster-Filme so scheiße aussehen. Sorry, der sieht scheiße aus. Der sieht noch. Also, sorry, da hat für mich selbst Teil 4 noch bessere Schauwerte. Wenn ich ganz ehrlich bin, außer vielleicht jetzt hier Tangier, aber ganz ehrlich, auch da, ich finde, es ist einfach vom Look her, es ist so billo, es ist so glatt geleckt, es ist so glatt geleckt und das waren die ersten drei Indiana Jones Filme überhaupt nicht. Und selbst der vierte hat für mich noch ein bisschen was. Aber der hier, der ist der Inbegriff von einem Legacy Sequel aus dieser Zeitgeist. Deswegen verteufel ich diesen Film umso mehr. Ich habe den am Anfang erst 2 Sterne gegeben, weil ich ihn wirklich echt schlecht fand, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer wird er. Ich habe den jetzt 1,5 von 5 gegeben.
Ja, ich hab kein Verständnis mehr dafür. Ich bin es auch irgendwann mal langsam satt und wenn wir gleich über Dennis Platz 1 reden, habe ich ebenfalls genauso wenig Verständnis dafür. Ja, ich fand den echt furchtbar teilweise. Frage ist, das auszusprechen, ich mag ihn. Oh, du hast hier. Stimmt, du hast ihn als Ich, ja. Honorable, als einer deiner Honorable Mentions, ja. Kannst ja gleich mal Ja, tatsächlich ich. mal. Oder willst du es jetzt sagen, warum du den magst? Kannst du ihn auch jetzt verteidigen? Ich würde es vielleicht kurz halten. Ich würde es vielleicht kurz halten, weil ich kann eure Punkte alle total verstehen und Ja. ich bin halt auch nicht irgendwie mit der Reihe groß geworden oder ähnliches. Ich habe die alle letztes Jahr geguckt, deswegen war ich vielleicht, ja, so emotional nicht wirklich gebunden an den fünften Teil. Aber ich muss sagen, es war ein Abenteuerfilm, der mich gut unterhalten hat. Also das Ende mit der Zeitreise, das mochte ich persönlich nicht, also gar nicht. Aber der Nee, ganze Rest, das war damit scheiße. konnte ich zumindest gut arbeiten. Also gerade so die Flashbacks, die fand ich sehr gelungen. Alles später während der Mondlandung oder eher gesagt während der Parade nach der Mondlandung, fand ich alles total cool. Auch die Verfolgungsjagd hat mir persönlich jetzt Spaß gemacht. Vielleicht bin ich nicht viel zu streng in den Film gegangen. Vielleicht lag es daran. Ich habe mich im Vorhinein sehr drauf gefreut und dachte mir einfach, komm, Popcorn und dann das gehen. Und genau das habe ich dann auch bekommen. Von daher, ich liebe Harrison Ford. Der Film ist ein solider Abschluss. Natürlich nicht perfekt. Teil 3 hätte immer noch das Ende sein sollen. Aber gerade Definitiv. weil ich Teil 4 furchtbar fand, also so richtig furchtbar, habe ich dann mit Teil 5 sehr gut. Oder hatte zumindest sehr viel Spaß damit, sagen wir es mal so. Ich glaube, für dich ist Teil 5 das, was für mich Teil 4 ist. Das kann sein, ja. Ja, Teil 4 fand ich weil grausam. Also ganz schlimm. ich fand Teil 4 nicht mal so. Also, ich habe den ja auch, glaube ich, vor 2 Jahren mal zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber Okay. gut, ne, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit deinem Platz 1, Dennis. Was Sehr gerne. hast Das ist du ein Film, den als werde ich auf jeden Fall eins? nicht verteidigen. Das steht fest. Es Ja. ist Ant-Man and the Wasp Quantumania, leider. Und es schmerzt sehr, das auszusprechen, denn im Vorhinein, also Anfang 23, war das der Film, auf den ich mich am allermeisten mit Abstand Oh, gefreut wirklich? habe. Ja, letztes Jahr war es Thor 4. Das spricht auch für mich. Weiß ich, vielleicht soll ich mich nicht mehr auf Filme freuen. Aber Quantumania, das war für mich die größte Enttäuschung mit Abstand. Wie gesagt, immer noch The Marvel schlechtester Film, aber Quantumania die größte Enttäuschung, deswegen mein Flop Nummer 1. Da stimmt nichts mit. Also, ich liebe die Ant-Man-Filme, gerade den zweiten finde ich großartig. Deswegen habe ich mich einfach auf so ein cooles Abenteuer gefreut mit Ant-Man, mit Wasp. Kang wird eingeführt, das klang sehr, sehr cool. Die Trailer haben eine sehr spannende Story auch zumindest angeteasert, wo Kang ihm so wie so ein Teufel auf der Schulter Ja. so anbietet: Hilf mir, komm zu mir, ich gebe dir, was du möchtest, Zeit mit deiner Tochter. Das klang so, als würde Ant-Man auf so eine Probe gestellt werden, menschlich gesehen, wie noch nie zuvor. Letzten Endes war es nur: Ja, du bringst mir nicht, was ich will, Tochter tot. Total generisch, aber in den Trailern so cool dargestellt, das fand ich total schade. Der ganze Anfang, wie die da reingerissen werden, ist Quantum Realm, geht viel zu schnell. Das würde ich nur so ein Abfrühstücken, so eine Checkliste, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Zerschnitten ohne Ende. Effekte sehen furchtbar aus. Also in den Trailern habe ich es noch so ein bisschen verteidigt. Aber spätestens da, wo Janet, Hank und Cassie vor diesen Monstern da stehen, relativ zu Beginn, als sie ins Quantum Realm kommen, wo sie diesen Flugsaurier da bekommen, das ist so ein dermaßen hässlicher Shot. Alter Schwede. Ich saß da im Kino wirklich mit offenem Mund und dachte mir, wie kann das sein? Also, wie kann das sein? Ich habe mich so sehr drauf gefreut. Die Charaktere, gerade so Hank und Wasp, werden komplett gesidelined. Die haben nichts in dem Film zu tun. Wasp spricht kaum etwas und hat eine furchtbare Frisur am Rande bemerkt. Also, ich weiß auch nicht. Das war leider nicht mein Film, überhaupt nicht. Und auf Lore wird auch komplett gespuckt. Im zweiten Teil war das größte Problem, irgendwie ins Quantum Realm zu kommen mit diesem riesigen Pod mit Anzügen, die an Weltraumanzüge erinnern. Jetzt werden sie in ihren T-Shirts und Shorts und Sandalen da reingezogen. Also, ne, Kang war noch ganz cool, keine Frage. Der hatte auch so ein paar sehr starke Momente, fand ich. Jonathan Majors hat ihn gut gespielt. Aber auch Janet wurde mir komplett kaputt gemacht. Sie geht Hank fremd mit jedem Alien, was da rumläuft. Und nee, sorry. Also, Quantumania, echt eine fette Enttäuschung. Und ich habe mich so sehr drauf gefreut. Und als ich das dann gesehen habe, war ich echt froh, als die Credits liefen, weil, ne, das war echt nicht meins. Ich möchte mal dazu sagen, das war für mich das schlechteste, also der schlechteste Film, den ich dies im Kino gesehen habe. Also ich weiß nicht, warum ich den, ich weiß nicht, warum ich den in meinem Review noch 2,5 von 5 gegeben habe. Woher? Woher habe ich diese verfickten 2,5 von 5 Punkte? Ja, vielleicht wegen Kang. Ja, Jonathan Majors ist gut, aber mehr entweder zwischen Mittelmaß und Schmutz. Es ist wirklich, es ist halt so. Es gab wirklich Momente, also wir reden nicht über MODOK. Oh, stimmt, den habe ich Und ganz vergessen zu erwähnen. Ein Glück. nein, 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 nein. Also, und ich finde, dieser Zitat von Cassie Yang ist noch schlimmer als das, was Alex eben genannt hat mit Black Girl Power oder Black Girl Magic. Stop being your dick. Fuck you, bitch.
Du musst dir vorstellen, darauf sind erwachsene Leute gekommen, Leute, die dafür bezahlt werden. Ich werd wütend, Digga. Ich bin, also, ohne Scheiß, ich bin fast aus dem Kino rausgegangen. Also, das ist, ich war wirklich kurz davor, aus dem Kino rauszugehen bei dem Film. Und ich war da mit zwei anderen Leuten in den Filmen drin. Ich war sprachlos. Ich war sprachlos. Ich denke mal, sowas habe ich mir gerade angeschaut. Nein, nein. Also, das schon das Potenzial. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch nicht mehr dazu sagen. Wir müssen auch weiter vorankommen. Alex, sag nochmal kurz deine Meinung zu dem Film. Modoks nackter Arsch ist im Film. Danke. Danke, dass du es noch angesprochen hast. Stimmt. Nein. Wir müssen doch gleich immer mal Platz 1 gehen. Ich darf nicht so wütend werden. MovieMind ist ja, glaube ich, nicht mehr da, ne? Ist MovieMind überhaupt noch da? Ansonsten. Ich glaube, der ist AFK. Der ist sogar noch im Tor. Der ist noch im Tor. Kann man das aber auch ehrlich verstehen. Ja. Ich meine, er war ja noch der. Das Ding ist halt, er ist tatsächlich derjenige, der den Film verteidigt hätte. Weil der hat den 3 Sterne gegeben. Was? Der hat den 3 Sterne gegeben, ja. What the hell, MovieMind? Was ist mit dem los? Der ist mit dem Mindset so herangegangen wie ich bei The Marvels, deswegen. Ich kann es ihm nicht vorwerfen. Er fand ihn okay. Ich fand ihn mit der Zeit immer beschissener, deswegen ja. Machen wir weiter mit. Platz 1 von Alex. Mein Platz 1 ist Winnie Pooh, Blood and Honey. Winnie Pooh loves two things, honey and blood. And he's all out of honey. Es ist so. Der Film ist so wack. Das ist vielleicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, bewusst. Ich erinnere mich noch, dass ich Sharktopus gesehen habe. Das ist auch so ein Schläferz, aber an den erinnere ich mich nicht mehr wirklich, den Inhalt. Aber Winnie Pooh, Blood and Honey, ist basically einfach, es ist ein Slasher-Film über Winnie Pooh und Ferkel. Es sind einfach zwei dicke Männer, die Latex-Masken aufhaben, aber im Film, also in dem Universum, wirklich die Tiere sind, die mutiert sind und sich an der Menschheit rächen wollen, weil Christopher Robin sie zurückgelassen hat und sie dadurch, den Esel fressen mussten oder irgendwie sowas, um zu überleben. Und dann denken sie sich, yo, wir gehen in so einem Ferien-Winterhaus und dann töten wir die Bitches, die dort mit nackten Titten rumhängen und TikToks machen. Das ist der Film. Ich muss zugeben, es gibt ein oder zwei gute Kills. Es gibt so einen, da fahren sie mit dem Auto über den Kopf von einer drüber. Der ist gut. Aber der Film ist ansonsten so schlecht gemacht. Und das Beste ist, ich glaube, Ferkel stirbt in dem Film. Und jetzt waren sie Teil 2 und Ferkel lebt wieder. Und jetzt kommt auch noch Tigger, lebt auch. Und das ich könnte mich so aufregen. In der Einführung wird erzählt mit einer epischen Erzählerstimme, es haben nur Winnie Pooh und Ferkel überlebt und alle anderen mussten sterben. Und jetzt in Teil 2 lebt Tigger einfach wieder und kommt dann auch noch, um alle umzubringen. Wieso macht man... Ja, aber ich frage, woher nehmen die das Geld, dass die dann den zweiten Teil machen? Der Film ist so behindert und ich schwöre dir alle, wenn du den gesehen hättest, wäre Manta Manta 2 nicht der schlechteste Film dieses Jahr. 100%. Ich glaube, also wie es sich so anhört, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen Trash mit Ansage, aber ich werde es mir noch nächstes Jahr anschauen, wenn Vorteil 2 rauskommt. Vielleicht eventuell landet vielleicht der zweite Teil bei mir auf der Flop-Liste, wer weiß. Aber ja, ganz ehrlich, wenn die Disney-Klassiker floppen, dann vielleicht kannst du ja auch daraus einfach so ein Disney-Character-Horror-Cinematic-Universe machen. Du hast ja eh schon mit Winnie Pooh angefangen, warum nicht einfach demnächst mit Mickey Mouse? Imagine Mickey Mouse-Horrorfilm. Also ich wüsste, dass ich den vermutlich noch anschauen würde, sowas, weil es halt, der Gag ist halt irgendwie witzig, aber das ist halt qualitativ auf so einem niedrigen Level, was alles betrifft. Ich wette mit dir, selbst in dem Film, ich könnte wetten, dass da Stock-Footage drin ist, das sie nicht mal selbst gefilmt haben von dem Wald. Ich könnte wetten, weil da zum Teil Shots drin sind, die wirklich gut aussehen und ein ganz anderes Color-Grading haben. Ich könnte auch wetten, dass das Stock-Footage ist. Okay, ja gut. Stimmt. Okay, aber gut. Wir müssen wieder weiterspringen. Also, ja gut, wir müssen... Movie meint nicht, man kann seinen geliebten Winnie Pooh verteidigen. Ja, nee, egal. Aber ja gut, egal.
Wir müssen vorankommen. Stimmt. Jetzt kommt's. Ja. Jetzt wird's richtig hart drangenommen. Auf Platz 1 haben wir den Film, worauf die Nation 32 Jahre lang gewartet hat. Ich kann's ganz ehrlich sagen, definitiv nein. Manta Teil. Ich habe heute ein Review dazu herausgebracht. Ich muss eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, außer, ganz ehrlich, sollte es jeder Zeitpunkt kommen, wenn das Video verbreitet wird und irgendwelche Alman Achims in die Kommentaren kommen und dann sagen, dass der Film ja nur da sein, um zu unterhalten. Ich frag mich, wer hat euch in eurem verfickten Gehirn geschissen? Ihr kein Alman, Alter, Digga. Ihr kein Alman Achims, Alter, Digga. Ihr scheiß Rentner. Ihr seid scheiß Ü40 Leute, Alter. Wer hat euch ins Gehirn geschissen, um zu sagen, das ist Unterhaltung? Digga, das ist der unlustigste Film, den es da draußen gibt. Ohne Scheiß, Alter, Digga. Wer hat gedacht, dass das witzig ist? Egal. Also ich glaube, selbst Winnie the Pooh, selbst die Eröffnungsszene von Winnie the Pooh, und ich hab's gesehen, ist besser als der gesamte Scheißfilm. Ist besser als der gesamte Scheißfilm. Und ganz ehrlich, ich gebe mal einen Tipp an euch da draußen, wer hier gerade den Stream zuschaut und sich überlegt, oder wenn die Eltern sich überlegen, dass ihr den vielleicht zu Silvester gucken könnt, dann zeigt mein neues Video als Beweis, dass ihr den nicht schauen solltet. Es ist einer der schlecht geschnittensten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist wirklich scheiße geschnitten. Also sorry, das ist auch eine Frechheit. Es ist auch wirklich eine Frechheit, wie der geschnitten ist. Also ich finde, Robert Hohmann hat es eigentlich perfekt beschrieben. Der hat ja auch auf Platz 1 meiner Meinung nach zu Recht. Ich muss nicht mal viel dazu sagen. Also ja, nee. Ja, ich werde wütend bei den Filmen. Ja, also ich bin ich und ich möchte mich, also ich habe mich schon an Jesus Christus entschuldigt bei dem Video. Ich möchte mich auch noch an Jay entschuldigen, dass ich dafür nicht Oppenheimer mir nochmal ein zweites Mal angeschaut habe in dem Tag. Ich habe den zu Weihnachten geschaut. Ich möchte mich wirklich an dich entschuldigen. Ich möchte mich an meinen lieben Kollegen Felix entschuldigen. Das ist ein guter Kollege von mir, dass ich da nicht stattdessen Horror mit dem Mörder weitergeguckt habe. Ich entschuldige mich auch an dich. Ich habe nicht mehr viel dazu sagen. Das ist der schlechteste Film des Jahres. Und wer sagt, dass der Film gut ist, der hat wirklich einen Knacks im Schädel. Der sollte sich wirklich untersuchen lassen, weil das ist eine absolute Frechheit. Ja. Ja, glaube ich dir. Gut, den hat keiner andere von uns gesehen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also zum Glück. Ja, ich wollte ihn noch anschauen, aber nee. 127 Minuten, das kannst du nicht. Also, guck mal, und jetzt mal im Vergleich zu Winnie the Pooh. Winnie the Pooh dauert zumindest nur 84 Minuten. Ja, aber das sind schlimmere Minuten. Nein, Vertrauen. Yo! Movie meint es wieder zurück. Ich war die ganze Zeit schon da, mein Mikro ging irgendwie nicht. Ich habe so auch bei Ant-Man nochmal geredet. Scheiße. Oh, ja gut. Fuck. Oh, ja gut. Nee, aber ganz ehrlich, glaub mir, diese 84 Minuten von Winnie the Pooh ist nicht so schlimm wie das hier. Das ist 2 Stunden lang Folter. Also ich habe wirklich nach der letzten Rennszene habe ich direkt einfach ein bisschen durchgeskippt, habe ein bisschen geguckt, was da passiert. Weil ganz ehrlich, wenn da gesprochen wird, du wirst dir wirklich einfach nur noch deine Augen ausreißen. Ohne Scheiß. Ich wollte mir meine verfickten Augen ausreißen. Ich wollte mich, also Selbstmord ist eigentlich keine Lösung, aber ich habe es in dem Moment gedacht. Also ich Selbstmord ist keine Lösung. Manta 2 ist schlimmer als Selbstmord. Es ist schlimmer als Waterboarding, wie ich im Video gesagt habe.